Dieses Video wird euch präsentiert von SuperPep, dem einzigen Kaugummi gegen Reiseübelkeit und Seekrankheit. Der Retter deiner Reise, erhältlich in jeder Apotheke. Ja, ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen. Es ist soweit. Ich bin auf AIDA Nova, dem meist erwarteten neuen Kreuzfahrtschiff auf dem deutschen Markt im Jahr 2018. Das erste Kreuzfahrtschiff, das betrieben werden kann mit verflüssigtem Erdgas, nämlich mit LNG. Und es kann nicht nur betrieben werden, es ist auch tatsächlich so geplant, dass es eigentlich fast immer damit fährt. Ja, und ihr hört ein bisschen, ich klinge vielleicht ein bisschen anders als sonst, denn ich bin leider Gottes erkältet. Deswegen war das jetzt hier auf dieser Reise ehrlich gesagt nicht so ganz einfach für mich, ja, weil wenn man sich nicht so ganz wohl fühlt, ist das halt was anderes, als wenn man so irgendwie, ja, so sonst locker flockig übers Schiff läuft. So, jetzt kommt hier irgendjemand schon und redet dazwischen, das geht ja gut los. Ja, es ist so, dass wir hier gerade die Aufnahme eben von LNG vorbereiten, also die Bebunkerung, so. Und ja, deswegen kommen hier irgendwelche Durchsagen. Ja, wo bin ich hier? Ach so, erstmal noch grundsätzliche Worte, habt ihr ja auch gerne. AIDA Nova, erstes Schiff einer neuen Klasse, 337 Meter lang. Platz für, ja, also es sind über 2600 Kabinen und die Maximalgästezahl ist um die 6600. Also das sind unfassbare Dimensionen, muss man sagen. Ja, also das ist für den deutschen Kreuzfahrtmarkt so eine völlig neue Geschichte. Und es ist auch so, also wenn ich heute Kilometergeld kriegen würde hier auf diesem Mor-Rundgang, ich wäre am Ende des Tages Millionär, denn es ist so, dass man wirklich hier einiges an Weg zurücklegen kann. Ach so, jetzt habe ich immer noch nicht gesagt, wo wir hier sind. Das ist das FKK-Deck hier, ja, Deck 19, denn Freikörperkultur. Fans der Freikörperkultur sind ja bei AIDA immer gerne gesehen. So, die können sich dann hier nackt sonnen. Hier sieht man natürlich auch noch einen ganz wichtigen Punkt. Guck mal, hier ist die Plakette. Neubau S696. Das Ganze natürlich gebaut hier von der Meyer-Werft in Papenburg. Ja, und ich würde sagen, wir gehen schon mal jetzt einen Deck runter. Fantastisches Wetter hier, deswegen laufe ich hier auch mit Poloshirt rum. Im Dezember auf den Kanaren ist ja meistens eine ganz gute Geschichte. Ja, also dementsprechend populär auch das Ganze. Und wir kommen jetzt hier schon auf so ein, ja, im Vergleich zu AIDA Prima und AIDA Perla, neuen Bereich, nämlich ein kleines Pooldeck. Ja, hier auch sehr interessant hier der Herr und auch mal da drüben die Dame, ja, die dann so silbern glänzen. Der einzige Haken ist ein bisschen, das sind natürlich so riesige Figuren, da kommt man gar nicht hoch, um ein Selfie zu machen. Es sei denn, man würde der jetzt da auf den Arm steigen oder so. Aber ja, vielleicht nicht so ganz optimal jetzt für ein Selfie. So, wir haben hier einmal den Whirlpool. Da gibt es nicht nur einen, sondern auf der anderen Seite ist auch noch ein Whirlpool. Ja, und hier ist dann ein weiterer normaler Pool. Ja, der ist wie immer bei AIDA nicht unbedingt sonderlich üppig groß, sondern ja, der hält sich jetzt eher in Grenzen. Wobei, jetzt muss man sagen, hier wäre jetzt in dem Bereich auch gar nicht viel mehr Platz gewesen. Ja, aber gut, so, das ist einmal der Poolbereich. Was kann man nun sagen? Viele haben ja gedacht, so, oh, gibt es keine Außenflächen, gibt es zu wenig Außenflächen, was auch immer. Ihr werdet das gleich sehen, wenn wir hier lang marschieren. Es gibt hier wirklich Plätze ohne Ende. Und man hat auch wieder das gemacht hier, der Trick 17 von AIDA, bekannt schon von Prima und Perla, dass man hier nicht nur Liegen hat, die ja relativ viel Platz benötigen. Und vor allen Dingen, wer will auch immer da jetzt so liegen, ja? Sondern man hat eben auch wieder hier diese Sitze, wo man zwar dann die Rückenlehne auch verstellen kann, so dass man sich da auch fast drauflegen kann. Ja, aber die nehmen halt wesentlich weniger Platz weg. So, das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz interessante Geschichte. Wir wollen einmal gehen. Wir sind im vorderen Bereich des Schiffes. Und das Schöne ist, das ist ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass man da auch vorne, ohne dass man irgendwie eine Suite gebucht haben muss oder, man kann da nach vorne wirklich komplett rausgucken. Ja. Hier vorne hat man das ganz schön eingefasst, so in Holz. Hier diese liegen dann hier vorne. Ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass das ein besonderer Bereich ist oder so. Nee, da kann jeder hin. Ja. Und dann hat man irgendwie hier von oben ungefähr den Blick, den der Kapitän von der Brücke hat. Denn die Brücke ist ja einige Decks tiefer. Auch übrigens sehr beeindruckend, die Brücke. Bin ich vorhin mal drauf gewesen.
ja, der Hafen hier von Teneriffa bin ich schon, glaube ich, unzählige Male gewesen. Also das ist sicherlich so einer der Häfen in Europa, wo ich schon ja ganz besonders häufig war. Aber klar, ne, das liegt ja daran, Kanaren wirklich eine wunderbare Destination im Winter, wo man halt ein gutes Verhältnis hat aus Flugzeit und Reise und Temperatur. Ja? Also eine Flugzeit von 4 bis 5 Stunden und dann immer Temperaturen, die eigentlich angenehm sind. Ja? Da ist das schon eine ganz gute Geschichte. So, ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal hier mal auf eine Kreuzfahrt ging, das war die alte AIDA Blue, da sah ich dann das Schiff und in der Weitläufigkeit des Hafens, aber ich sah überhaupt nicht, wie man da hinkommen konnte, weil da war irgendwie Wasser dazwischen und so, und habe ewig gesucht. Ja, das ist dann immer dann nicht so ganz einfach, wenn man irgendwie ja, auf eigene Faust die Anreise gestaltet, muss man wirklich sagen. So, ja. Also hier habt ihr schon mal einen ersten Eindruck, ja, was man natürlich sieht, hier diese ja, Pilze nenne ich es mal. Ne? Das ist ja irgendwie so ein typisches Gestaltungsmerkmal, was man ja bei AIDA schon, ich glaube seit AIDA Diva 2007 immer mal wieder hat. Und man muss halt auch sagen, dieses Schiff ist mal wieder eine Gestaltung von unseren Freunden aus Hamburg von Partnership Design, ja, die das Ganze gemacht haben. So, aber wir sehen hier, auch das hier ist ein ganz normaler Bereich. Ja. Das sieht schon relativ hochwertig aus, muss man wirklich sagen. Ja, also das kann sich wirklich sehen lassen. Ja, wir werden also sehen, dass jetzt nicht hier und da geöffnet ist, sondern hier ist eben geschlossen gerade. Ja, also das wäre dann hier normalerweise die Poolbar und da machen sie dann sofort zu. Ich bin gerade am Hören, ob die jetzt sagen, man darf keine elektronischen Geräte verwenden, aber von Kameras oder so war nicht die Rede. Ja, es gilt für die Steuerbordseite, das heißt, ich bin aber auf der Backbordseite, also ich sollte jetzt hier eigentlich safe sein. Also gucken wir mal. Ja, so, jetzt gucken wir mal hier. Ja, das sind auch hier dann so Bereiche, die wahrscheinlich dann besonders reservierungsgefährdet sind, sage ich mal. Denn es ist tatsächlich so, dass das hier keine Alkoven sind, die man extra mieten muss oder so, nö, sondern die kann man, Stand jetzt, 2018, sich einfach so schnappen, so sie denn frei sind. Wahrscheinlich sind sie nicht frei, aber ja. Ja, ich muss immer gerade nachdenken über die Durchsage, also elektronische Geräte wie Mobiltelefone oder so darf man nicht verwenden. Das ist ja so ein bisschen wie beim Tanken, ne? Oder ist das früher nur gewesen beim Tanken. Also ich hoffe nicht, dass uns hier während dieses Rundgangs hier noch irgendwas dazwischen kommt. Denn so schrecklich viel Zeit bleibt halt auch gar nicht mehr. Ich habe halt auch ein bisschen gewartet, weil ich ging hier an Bord die ersten Tage und es war so, das war noch so chaotisch teilweise, weil es sind hunderte Handwerker noch an Bord, die hier dann geschraubt und gemacht haben. Und ich dachte so, oh Gott, ich kann meinen Rundgang gar nicht machen. Aber heute sieht es, glaube ich, doch weitgehend überall relativ manierlich aus, muss man sagen. Also von daher kann man das, denke ich, heute ganz gut machen. Ja, guck mal, schon wieder ein Whirlpool. Wer am Ende die korrekte Anzahl an Whirlpools in die Kommentare schreibt, der bekommt von mir dann ein Like dafür. Also könnt ihr ja mal mitzählen da während dieser Geschichte. Ah, hier, jetzt kommen wir schon mal zu einem ganz, ganz interessanten Punkt. Denn das ist der weiße Schornstein der Unschuld sozusagen. Also das ist der Schornstein, der für das LNG zuständig ist. Wir haben hier mit Motoren zu tun, die nicht nur mit LNG fahren können, sondern man kann auch Marinediesel benutzen. Hier gucken wir mal, hier kann man sich hinsetzen zum Beispiel. Und da kommen wir schon auf den Beach Club zu. So, jetzt könnte man sich fragen, warum hat man da so eine Wand davor gemacht? Es ist ja so, dieser Beach Club ist ja so mit so einer Folie überspannt tatsächlich nur. Das ist eine Folie. Und wahrscheinlich will man nicht, dass dann hier irgendjemand mit einer Nadel kommt und einmal da reinpiekt. Deswegen hat man dann hier noch eine Wand davor gemacht. So, ja. Also so würde ich mir das eigentlich erklären. Ja. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher. Warte mal, ob ich hier jetzt schon richtig gehe. Ich versuche einfach mal weiter runter zu gehen. Ja. Ich bin jetzt wirklich, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig da mit dem Laufen auf der Steuerbordseite. Ja, nicht, dass ich dann da irgendwie noch Ärger bekomme. Aber ich habe niemanden gesehen. Also auch auf den Balkonen oder so soll man keine Elektrogeräte verwenden. Ja, hier kommen wir dann später hin in den Beach Club. Beach Club also eher im vorderen Bereich des Schiffes. Ja, das ist ganz klar. Ah, jetzt weiß ich, wie wir gehen. Jetzt weiß ich. Guck mal, ein weiterer Whirlpool, also für eure Liste.
Ihr könnt ja auch später mal in die Kommentare schreiben, wer von euch hat schon gebucht, weil das ist ja doch so, irgendwie bei maximal 6.600 Leuten weiß ich ja, der ein oder andere ist dann davon betroffen. Wenn man so will, betroffen, wie das klingt. Ja, ihr könnt euch natürlich freuen. Auch hier wieder, ne? Sitze ohne Ende, aber keine Liegen in dem Fall. Ne? Alles diese eher aufrechten Dinger. Aber wirklich, wenn ich am Lesen bin oder so, kann mich auch mal hier raufsetzen. Ja, ups, wobei, ne? Nicht, dass ich mich irgendwo raufsetze, wo man, ach, ich habe Akkus in der Schublade, in der Hosentasche. Nicht, dass sie explodieren. So, ja, finde ich, kann man gut sitzen. Also gar keine Frage, ist halt eine angenehme Geschichte. Und das ist halt so ein Kunstgriff. Wahrscheinlich ist es so, dass man anderthalb so viele Stühle wie Liegen hier hinbekommt. Wenn nicht sogar doppelt so viele. Ja. Also finde ich schon gut. Ja. Also, ist schon. Wobei ich auch von Leuten gehört habe, die auf der Ida Perla jetzt waren in der Karibik, die da durchaus auch zufrieden waren. Ja, weil vorher wurde natürlich mal gesagt, so, oh, es ist ein Ganzjahresschiff. Ist denn das überhaupt für die Karibik geeignet? Die ersten Stimmen, die ich da jetzt gehört habe, die meinten, ach, na, überhaupt gar kein Problem. Ja. So, ach, guck mal, jetzt geht's hier nämlich los. Jetzt wollte ich hier eigentlich rein und, ah, es ist zu. So ein Mist. Das ist hier der Sonnenbereich für Suitengäste. Jetzt muss ich natürlich umdisponieren. Was machen die denn da? Könnte ich gerade mal klopfen hier? Ach so, könnte ich gerade mal hier? Ja, genau, okay, da kommt jemand und macht auf. Oh, okay, geht nicht. Geht die auf der anderen Seite? Ah, von unten. Okay, danke. Danke dir. So, also ich habe gefragt, ob er damit aufmachen kann, aber es geht wohl die Alarmanlage an, hat sie gesagt. Also muss ich da, das geht ja schon wieder alles gut los, Mensch. Ah. Ja, also was man sagen kann, dieses Schiff ist prinzipiell eher simpel aufgebaut. Simpel und logisch. Ja, also hier gibt es einfache Wege. Und so, das ist alles nicht so ganz schrecklich kompliziert, muss man wirklich sagen. Also das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. So, jetzt gehen wir mal hier, hallo, in die AIDA Lounge. Das ist der Bereich hier für Suitengäste, der geöffnet ist von morgens und ich glaube sogar bis abends 23 Uhr. Das ist sehr, sehr, sehr schick. Ja, wie der Pressesprecher meinte, ach, das könnte auch auf Europa 2 sein. Ich meine, gut, ist der Pressesprecher dafür, dass er solche Sachen sagt, aber... Ich würde jetzt nicht zwingend widersprechen. Ja. Also ist schon so, dass man sagt, so, ach Mensch, richtig gut. Ja. Also sehr, sehr, sehr hübsch. Das sind auch Elemente hier, diese Lamellen. Das ist auch schon anderweitig verwendet worden. Ja, in den Junior-Suiten auf Prima Perla und so. Aber das ist halt immer so, dass so die, da hat jedes Designbüro oder so, hat dann da immer so seine eigenen Möglichkeiten oder so. So, wie ist das hier mit Getränken? Das, was hier alles steht. Das ist alles dann im Reisepreis enthalten. Sogar das hier ist auch im Reisepreis enthalten. Es gibt aber dann Getränkekarten, so dass es dann nicht mehr im Reisepreis enthalten. Kaffee, glaube ich, denke ich auch im Reisepreis enthalten. Ja. So, dann gibt es hier Snacks und so und Süßigkeiten. So. Das ist auch alles dann inklusive. Also da bekommt man dann immer was. Ja. Ach ja, guck mal, sogar bei Weihnachten ist, gibt es sogar Stollen. Das ist ja mal was. Ja. So, ja, jetzt wollen wir mal hochgucken. Ach genau, hier ist noch die Bar. Aber das ist dann halt so, also ich bekomme da alles, was ich haben möchte. Also Cocktails, mein Lieblingscocktail und so weiter. Aber eben gegen Bezahlung. Ja. Das ist jetzt nicht so, ja, dass das Ganze dann kostenlos ist. So, was steht da für ein Wagen? Ja, es ist halt so, dass halt viele Foto- und Videoproduktionen hier an Bord noch stattfinden. Weil es ist natürlich so, wenn das Schiff erstmal neu ist, ja, dann sind da natürlich ganz viele... die das dann erstmal einfangen müssen, denn man will ja am Ende das irgendwie auch verkaufen. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein auf das Außendeck, wobei wenn da die, ja das heißt doch tatsächlich wieder Patio-Deck. Das war so nicht zu sehen, das war so nicht zu sehen auf den Deckplänen und deswegen haben da ganz, 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 ganz viele gedacht, so auch gibt es gar nicht. Das ist jetzt vom Charakter so im Großen und Ganzen ganz, ganz, ganz anders, ja. Also das hat jetzt nicht so diese Wasserfläche, die es da bei dem Patio-Deck auf Prima und Perla gab. So, ach, jetzt bin ich hier wieder auf der Steuerbordseite fast, ne, wo ich ja eigentlich gar nicht lang soll. Achso, ich kann dir mal zeigen hier. Guck mal, das ist das Schiff, die Cadissa. Ups. Ja, die liefert dann das verflüssigte Erdgas tatsächlich. So,
aber gut, das nur am Rande. So, also hier, ne, für Suitengäste, da hat man dann seine Ruhe und hier stellt sich dann wahrscheinlich auch nicht so die Frage, ob man da noch einen Platz bekommt oder nicht. Wobei es natürlich so ist, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, es ist natürlich so, wir waren jetzt auf dieser Reise 13 Gäste, naja, nicht ganz, aber wir waren halt eine Gruppe, die die Pressestelle zusammengestellt hatte von AIDA und so, relativ viele Handwerker noch an Bord, ja, wir haben in den Restaurants eben mal gegessen und da haben wir auch Crewmitglieder mal gegessen oder so, aber es ist natürlich schon so, dass das hier, was ich jetzt hier mache, nichts aussagt über den Betrieb dann unter Volllast, wenn man so will, ne? Also das kann man natürlich am Ende nicht vergleichen und deswegen alles, was ich irgendwie dann so erwähne im Laufe dieses Rundgangs, bitte berücksichtigt, ich habe dieses Schiff noch nicht erlebt unter Volllast. Also Volllast, das klingt so negativ, das ist ja fast ein Begriff eher aus der Physik, ja. So ist es nicht gemeint, also, aber es ist natürlich was anderes, ne? Gewisse Sachen fühlen sich anders an oder so, ja, wenn das Schiff eben komplett voll ist und ja, dann muss man eben sagen, es ist schwierig sozusagen, ja, wie voll wird wohl irgendwas sein oder so irgendwann mal, wenn man es gar nicht erlebt hat, ne? Also deswegen muss ich das ein bisschen vorausschicken. Ich habe dieses Schiff hier wirklich nur im positiven Sinne Ausnahmezustand erlebt, ja. Aber das war halt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Ich bin, glaube ich, auch noch nie so gut gebrieft worden, was so Infos angeht, für so einen Rundgang tatsächlich, ja, weil wir hier wirklich mit den Leuten, mit den Produktmanagern oder Direktoren von AIDA tatsächlich direkt gesprochen haben. Das sind eben die Leute, die sich wirklich auskennen und ich hoffe, dass ich das auch hinreichend an vielen Stellen dann einfließen lassen kann. Ja. Gut, so, wir gehen mal weiter und ihr seht immer noch, ne, Liegefläche, Liegefläche, Liegefläche. Ja, es ist halt so gewaltig, hätte ich mir dieses ganze Schiff am Ende nicht vorgestellt, definitiv nicht, was die Größe angeht. Ja, also da hatte ich, ja, weiß ich nicht, war ich irgendwie naiv? Also es ist ja wirklich nochmal ein ganz schönes Stück größer als Prima Perla und irgendwie nahm ich an, auch das, ja, so alles ähnlich, Beach Club und so, aber nee, das ist nochmal eine andere Größendimension, ja. Gut, also gucken wir mal hoch. Hier gibt es dann das Sportdeck. Ja, Sportdeck im Sinne von, ja, was kann ich da spielen? Basketball oder was? Gucken wir mal. Ups. Ah, Basketball, so. Da habe ich also einen internationalen Topspieler engagiert, der hier für uns mal spielt. Guck mal, hatte, verfehlt. Ja. Da oben gehen die Rutschen los, die ich bislang nicht ausprobieren konnte. Ja. Also da oben, es sind jetzt ja drei an der Zahl. Guck mal, da geht eine lang. Können wir auch dann nochmal hier, die wird dann da, kann man sehen, transparent. Die ist auch noch ausgeschaltet. Und auf der anderen Seite haben wir dann die beiden AIDA Racer. Die sind ja bekannt auch von den beiden Vorgängerschiffen. Das ist ja dann so, dass man da, wenn man das möchte, gegeneinander antreten kann. Ja, dann wird die Zeit gemessen. So. Das habe ich halt leider bis heute nicht ausprobieren können und es ist halt auch so, dass da jetzt gar nicht geöffnet ist und ja, dementsprechend vermute ich, dass das auch bis morgen, bis ich abreise, irgendwie nichts mehr wird, aber ich sag mal so, man muss ja immer noch mal einen Grund haben, wiederzukommen, ne? Es ist ja auch, wenn man beim ersten Mal irgendwie alles schon erlebt hat oder so, dann gibt es ja keinen Grund mehr wiederzukommen. Und ich habe ja immer noch den Horror, weil ich denke, ich meine, guck mal, im Moment habe ich immer noch jede Menge neue Schiffe, die ich vorstellen kann. Aber wie soll denn das mal werden, wenn es keine neuen Schiffe gibt? Ja? Ich meine, wir haben ja jetzt auch so den Zustand, dass eine Durststrecke entsteht, weil jetzt gar nicht so im Jahrestakt immer noch neue Schiffe kommen. Also von AIDA ist erstmal ein bisschen Pause dann wieder. Ach, guck mal, läuft jetzt doch das Wasser hier. Hier wird es auch transparent offenbar in der Mitte. Ja, vielleicht soll ich es doch noch mal versuchen. Ich habe sogar entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten tatsächlich meine Badehose dabei. Weil ich dachte, Rutschenvideos läuft ja immer super. Wir gehen hier schon vorbei aus dem Prima Perla bekannten Bereich. Four Elements, der tatsächlich hier ganz ähnlich ist, werdet ihr gleich sehen. Ja, und dann habe ich gleich auch schon die unfassbaren ersten fast 340 Meter zurückgelegt, denn wir sind schon ganz hinten. Ja. Also gucken wir mal.
Also hier kann man auch sitzen hinten. Ja, das ist also, man kann eben nicht nur vorne gut rausgucken, sondern das kann man auch von hinten. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, muss man wirklich sagen. Also das, ich hatte da gar nicht mit so gerechnet. Es ist ja eben so, ja, auf diesen Schiffen heutzutage, man ist dem Meer dann teilweise so fern. Ja, aber hier hat man doch Möglichkeiten, zu allen Seiten rauszugucken. Das ist natürlich so, wenn man am Auslaufen ist oder so, ist es natürlich eine besonders ja, schöne Geschichte, ne? Wenn man dann eben auch einen Platz hat, ja, wo man dann eben auch wirklich gut rausgucken kann, wo man sogar wie hier, guck mal, kann man ganz verrückt sogar die Kamera übers Glas, kann man sogar dann schöne Fotos machen, wenn die Sonne nicht gerade einem entgegenkommt. So. Ja, hier wollen wir schon mal rausgucken, runtergucken, Außenbereich Four Elements. Das habe ich vom vorherigen Schiff nicht so schön in Erinnerung tatsächlich. Man könnte hier einfach denken, auch das ist vielleicht ein Außenbereich von einem Restaurant, wie auf vielen anderen Schiffen, aber so ist es nicht. Also man hat halt hier tatsächlich nur die Möglichkeit dann zu sitzen, ja, zu entspannen, zu sonnen, sich ein Getränk bringen zu lassen, weil Bars und so gibt es natürlich. Bars auch ohne Ende. Also ich glaube 23 oder so werdet ihr im Laufe des Rundgangs dann noch sehen. So, ach, jetzt will ich mal versuchen hier, ups, einmal runterzuhalten das Ganze, ja, ohne dass mir die Kamera runterfällt. Ja, also man sieht da unten die Überdachung von dem Lanai-Deck. Also das sind schon Dimensionen, wo man denkt so, oh mein Gott, das ist schon wirklich gewaltig. Ja, aber ich habe hier eben auch sowas Entspannendes wie ganz normale Strandkörbe. So, ohne dass hier ein Strandkorbvermieter mir Geld aus der Tasche ziehen will. Ja, muss man sagen. Wobei ja Ida sonst immer so geschäftstüchtig ist, würde man ja sagen, Genießerzeit 1 Stunde 3 Euro oder so. Aber nee, also hier kann man dann kommen und ja, das Ganze kostenlos machen. Ja, also auch hier, ne? Also ich glaube, ihr habt so ein bisschen den Eindruck auch von mir jetzt vermittelt bekommen, dass es wirklich Plätze ohne Ende gibt hier. Also zumindest scheint es so, wenn dann erstmal 6600 Leute an Bord sind, ist es vielleicht schon wieder ganz anders. Wir sind im Four Elements. Four Elements, das ist ja der Bereich, vielleicht in allererster Linie für kleine Kinder, aber auch für große Kinder. Den Klettergarten da oben habe ich noch nicht ausprobiert dieses Mal. Ja, sind das tolle Farben hier mit dem blauen Himmel und ah, herrlich. Ja, richtig, richtig schön. Ja, das ist auch ein Klettergarten, der auch durchaus anspruchsvoll ist. Ja, was ich so gehört habe zumindest. Also ich habe es ja selber nicht ausprobiert. Ja, hier kann man sitzen. Das ist jetzt hier baulich durchaus alles ein bisschen anders als bei dem vorhergehenden Schiff. So, wir können hier einfach mal hochgehen, weil ich hatte ja gesagt, ich will Millionär werden durch das Kilometergeld, was mir dann YouTube auszahlt. Aber naja, könnte vielleicht schwer werden, aber gut. So, hier oben sind wir jetzt. Und dort auf dieser Leinwand sollen dann auch mal Filme gezeigt werden, zum Beispiel. Oh, also etwas, wo sich Familien hier wahrscheinlich richtig, richtig wohlfühlen können. So, hier hat Felix Eichhorn, der AIDA-Chef, gesagt, da ist er ganz besonders stolz drauf, hier auf diese Schlange, weil er dachte, ach naja, da kann man sich dann irgendwie so raufsetzen oder was. Ich glaube, raufsetzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sich dann da fotografieren lassen. So, ja. Also, ist vielleicht eine ganz witzige Geschichte, muss man sagen. So. Ja, hier unten, diesen Lazy River in dem Sinne, den es da vorher mal gab, den gibt es jetzt so nicht mehr. Das ist hier so ein Bereich, da treibt man dann im Kreis, wenn es angeschaltet wäre. Das ist aber ein bisschen anders als das, was man da auf Prima Perla hatte. Weitere 2 Whirlpools für eure Rechnung und da hinten dann nochmal so ein Ding, wo man, wenn ich das richtig verstanden habe, auch irgendwie dann im Kreis sich da bewegt. So, 25 Minuten erst, Mensch. Also ob es mir gelingt heute, also viele von euch hatten ja vermutet, so nach dem Motto, oh, wird das der erste Rundgang über 2 Stunden? Ich sag mal so, versprechen kann ich nichts. Als ich das gestern bei der Probe zumindest einmal abgelaufen bin, das Ganze, also bei der Probe, also ich versuche ja zumindest immer so den Weg mir anzugucken, um nicht völlig so dazustehen wie der allerletzte Trottel. Ja, da habe ich dann gemerkt, so, oh, du bist allein durch schnelles Laufen, ist man irgendwie doch eine gute Stunde dann unterwegs. Also zumindest habe ich so lange gebraucht. Ja, hier ist die Bar, die benannt ist nach meinem Lieblingstitel von Roland Kaiser.
nämlich das fünfte Element. Ja, ich meine, gut, der Bereich heißt sonst hier ja Four Elements, also vier Elemente. Das wäre dann das fünfte Element. So. Ja, hier sind dann so Muscheln sozusagen, wo man sitzen kann. Dort geht es dann gleich, prima Perla, Experten kennen das, ins Fuego-Restaurant, das Familienrestaurant. Da gucken wir gleich mal hin. Aber jetzt wollen wir dann nochmal am Rand lang gehen und dann erstmal Richtung Kids-Clubs schauen. Das ist der Vorteil, wenn man keine bezahlenden Kunden auf der Reise hat. Es können dann im Grunde auch keine Kinder an Bord sein und man kann diese Bereiche alle zeigen. Sonst kann ich da immer nicht rein, weil ja dann Kinder da sind, die nicht gefilmt werden dürfen. So, hier, was ist das denn eigentlich hier? Ist das ein Kletter? Ist das was zum Klettern oder was? Irgendwas zum Spielen. Ja, siehst du, da sieht man, Kindheit ist bei mir zu lange her, dass ich jetzt noch sagen könnte, was man heute damit macht. Ja, wahrscheinlich klettert man da so durch. Ja. Ach, guck mal, dann so Hoppetierchen. Sowas gibt's auch. Sowas stand früher in meiner Fußgängerzone, ne? So bip, 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 bip. Ja. Also, das ist hier sicherlich eher für die Allerkleinsten. So, die Statisten, die ich extra engagiert habe, die hier überall noch sitzen, nee, die, das sind eben noch die Menschen, die hier jetzt bis zuletzt beschäftigt sind. Ach, guck mal, gestern waren hier auch noch keine Handtücher. Das war wirklich, also das ist wirklich total faszinierend, ne? Wie schnell das dann jetzt am Ende doch ging. Ja, also das ist total irre. Ja. So, guck mal, hier ist was für Kinder, für Kleinstkinder. Ja, also deswegen, AIDA hat ja mit diesen großen Schiffen den Ruf, da ein Anbieter, ein exzellenter Anbieter für Familien zu sein. Und ich denke mal, ja, das auch die Nova definitiv zahlt da ganz eindeutig wieder ein. Ne? Das ist halt was, ja, was halt ganz klar auch Familien im Fokus hat. Aber das ist sicherlich das Besondere, ja, dass man bei der Nova, die großen Schiffe, also viele sagen ja immer, große Schiffe, ja, aber das Gute ist halt, ich habe dadurch so viele verschiedene Angebote, dass es für sehr, sehr, sehr unterschiedliche Zielgruppen interessant ist. So. Also ich zum Beispiel mache ja meistens einmal im Jahr mit ein paar Freunden dann eine Reise. So. Das kann, aber muss nicht, eine Kreuzfahrt sein. Und ich habe jetzt hier nach den Tagen an Bord gedacht, so, ach Mensch, man hat so viele Möglichkeiten, was man hier hat oder so. Also sicherlich nicht gerade das Kinderplanschbecken hier, aber ich meine für Leute zwischen 30 und 50 vielleicht nicht so das Richtige, aber man hat so viele Möglichkeiten, dass da eigentlich so die Nova eine ganz coole Geschichte wäre, hatte ich tatsächlich ernsthaft also jetzt schon überlegt, aber noch ist nichts gebucht. So, hier kommt man an, da oben irgendwie, ach, da rauscht es auch, da wäre der Auslauf von den Rutschen. Also wenn es 2 Stunden werden sollen, dann muss ich doch jetzt mal hochgehen, das ist schon wieder ich fauler Sack. Ich wollte irgendwie die Treppen vermeiden hier, aber naja, gucken wir mal. Ah ja, doch, hier kommt man einmal an. Das ist doch dann aber die, ach nee, Racer. Racer sind schon die um die Wette rutschen. Also wo dann die andere ist, wahrscheinlich hier irgendwo um die Ecke. Ja, ah ja, hier, okay, mitten im Urwald, da geht es offenbar lang. Ah ja, hier weist einem auch ein Schild den Weg. Wobei, dann war das gar nicht der Racer. Der Racer muss dann hier hinten irgendwo sein. Oh, da wird irgendwie noch gearbeitet. Da gucken wir mal nicht hin. Nee, hallo. Hallo. So. Ja, jetzt. Hier. Also, nachdem man hier durch ein kleines Labyrinth gegangen ist, landet man dann hier. Und hier ist dann also die Ankunft der beiden Rutschen. Dann kann ich ja doch noch ein Rutschenvideo machen. Also das machen wir später. Ach guck mal, hier wäre dann eine Tischtennisplatte. Macht natürlich Sinn, denn es ist ja immer schön, wenn man Tischtennis spielen kann, ohne dass ein Windstoß da stören kann. Ah ja, hier wird also die Zeit gemessen. Ach guck mal, 12,8 Sekunden nur. So schnell geht das. Ich meine, wie lang soll das Video sein, das ich da mache? Wobei, wie ich mich kenne, dauert es 25, wenn ich da rutsche. Mindestens. Ja, das ist ja so ein bisschen so mit dem Rutschen. Hat man ja so unterschiedliche Strategien, ja, also
Wobei, ich habe das auch schon mal gehabt, dass ich auf so einem Schiff, dass ich in so einem Ding fast hängen geblieben bin. Also nicht, weil ich so dick wäre und da irgendwie wie so ein Propfen dann drin gewesen wäre. Nein, das nicht. Aber ich lag irgendwie da so ungeschickt drin, ja, dass es dann irgendwie, dass sich da dann gar nichts mehr bewegt hat. Ja. Also das war so ein bisschen so eine Sache. Also von daher, ja, mal gucken, ob ich später noch ausprobiere hier. Wenn, würdet ihr dann natürlich ein entsprechendes Video sehen. So, ich hatte es versprochen, es geht Richtung Teens Club, Richtung Kids Club. Und da geht es, simsalabim, hier entlang. Ja, auch das wieder hier die Stelle. Ah, guck mal, das habe ich vorher schon gesehen. Hier flimmert es. Aber das ist komischerweise die einzige Stelle, weil es sind hier irgendwelche doof gedimmten LEDs oder so, die da oben drin sind, mit denen sich die Kamera gar nicht verträgt. Manchmal ist das so. Wobei ich mir jetzt so ein Plugin gekauft habe für viel Geld für meine Schnittsoftware, was das wegmachen soll. Aber ist immer die Frage, es dauert sehr, sehr, sehr lange, bis er das, hallo, dauert immer sehr lange, bis er diesen Effekt dann angewandt hat. Also insofern ist es, glaube ich, bei dem Video gar nicht so Zeit, dass ich das mache, weil es ja sein soll, dass es schnell online geht. So, hier, jetzt, Kids Club. Hallo. Kids in der Definition von AIDA sind 3 bis 11 Jahre, unterteilt in Seepferdchen, Delfine und Sharks. Dann kommen die Teens 12 bis 17 und es gibt ganz kleine Miniclub, genau noch hin, 6 bis 36 Monate. So, jetzt gucken wir also hier mal rein. Ja, so, die kennen das hier alle schon, also die hier arbeiten, weil sie mich gestern hier schon gesehen haben. Da habe ich für den kompakten Rundgang gedreht. So, hallo. So, guck mal, hier ist nämlich so ein Bastelraum. Mal gucken, ob wir da gerade nicht, dass wir... Hallo, darf ich mal kurz gucken? Ja, hat es ja schon angedroht, dass ich heute nochmal wiederkomme. Also hier kann man genau basteln und ich habe mir erklären lassen, es ist ganz wichtig, wenn man irgendwie Bilder malt, man braucht irgendwas, was glitzert. Also ne? Hier, guck mal hier, Glitzer, Glitzer, also das ist ganz wichtig. Ja, wahrscheinlich gibt es da riesige Bestände dann hier im Lager. Was nun? Ja, siehst du? Oh ja, guck mal, hier! Gibt es Bücher, die ich von früher noch kenne? Die kleine Raupe Nimmersatt. Ja, es sind halt so Klassiker, ne? Klassiker, genau. Viel Spaß, vor allen Dingen ab morgen. Tschüss. Die kleine Raupe Nimmersatt, ja, so Klassiker, ja. Wobei ich ja auch immer, muss man ja sagen, ich habe immer diese ganzen Kinderbücher, diese Klassiker, habe ich auch alle bekommen. Also dank meiner Mutter, genau, alles sehr schön. So, hier kann ich, ja, was kann man hier machen? Theater spielen oder so. Rumhängen, ja, das geht hier. Man kann dann auch die Bereiche miteinander verbinden. So, der Fatboy heißt, glaube ich, so, weil fette Menschen wie ich dann da nicht mehr selbstständig aufstehen können, wenn sie einmal da drin liegen. Ja? Deswegen will ich das jetzt nicht versuchen. Ja, wobei fett, ich weiß, so schlimm ist noch nicht. Aber es ist natürlich so, dass 80 Nächte oder 60 Nächte, je nachdem, pro Jahr auf Kreuzfahrtschiffen, gehen nicht ganz spurlos an einem vorbei. Ja, also von daher, ich muss kämpfen. So, oh, guck mal. Ah, hier, gucken wir mal hier rein. Das sieht hier noch sehr inoffiziell aus, aber zumindest hier diese Bälle, die sich hier befinden, mit diesen Handtüchern, das ist ja lustig. Aber, ach so, ah, ich wollte nämlich zeigen, da ist eigentlich das Bällebad, aber offenbar sind diese Bälle da jetzt gerade, hat man gerade rausgenommen. Das ist was, da dürfen auch Eltern mit rein. Yay, yeah, also hätte ich ein Kind, wäre ich wahrscheinlich der Erste, der mit in dieses Bällebad gehen würde. Nur Schuhe sollte man ausziehen. Ja, ein Piratenschiff haben wir hier auch noch. Ja, sieht doch eigentlich alles ganz nett aus, so. Ja, schön farbenfroh und bunt. Ja, also gut. Das ist doch wirklich eine nette Geschichte. Ach, guck mal. Und schöne, fast bodentiefe Fenster. Finde ich auch wichtig. Ich habe auch schon Schiffe gesehen. Das ist der Ausgang oder das da, ne? Ja, ich habe auch schon Schiffe gesehen, da war dann der Kinderbereich so innen liegen komplett. So völlig fensterlos. Ah, ja, dann denkt man so, na, muss das denn sein? Betreuungszeit hier bis, ich müsste leider mal gucken, 21 Uhr, 21.30 Uhr, ja, also schon relativ lang. Und eure Kinder oder ihr, wenn ihr die Kinder selber seid, geht dann auch hier gemeinsam mit dem Kids Club Team oder mit den Gastgebern Kids zum Beispiel Mittagessen oder Abendessen oder, ja. Ich selber, also als ich irgendwie so Kind war, da gab es, glaube ich, so diese Kids-Club-Geschichten. Hallo, Kids-Club-Geschichten oder so. In dem Sinne gab es damals noch nicht, so als ich klein war. Dementsprechend habe ich auch nie sowas erlebt. Also da war dann das höchste der Gefühle mal, 8 bis 21 Uhr, das höchste der Gefühle war dann mal irgendwie so tatsächlich bei Ikea, so das Kinderparadies. Oder also früher gab es dann noch, selbst bei Karstadt oder so. Ja? Also in Niedersachsen, in Braunschweig, in meiner Heimat, gab es dann da auch so einen Bereich für Kinder tatsächlich.
Miniclub. Ja, Miniclub ist, ich denke, immer zu bezahlen für die ganz Kleinen. Also wirklich für Babys. Ja, ab 6 Monaten bis 36 Monaten, die sind dann hier und hallo. Einmal kurz stören. Die sind dann hier, also die allerkleinsten. So, also ihr seht, hier wird noch ein bisschen auf- und umgebaut und geputzt und überhaupt. Deswegen ist das nicht so repräsentativ. Aber ich will euch ganz kurz hier mal zeigen, was wir ja gestern bei der Besichtigung oder vorgestern so niedlich fanden. Hier, guck mal. Ups, Roms, die Toilette. Oh. Also das ist, ich weiß nicht, ob man die Verhältnismäßigkeit, also das hat einen Durchmesser wie meine Hand ungefähr. Also das Klo ist wirklich winzig. Ja, und auch, guck mal, hier auch das Waschbecken. Oh. Ja, also ich würde schon sagen, das ist schon ja sehr, sehr, sehr liebevoll, wie man das Ganze gemacht hat. Ach so, und schlafen. Kann ich da auch reingucken? Ach so, okay, das ist gerade, ja, also da kann man dann schlafen. Okay, vielen Dank, trotz. Jo, tschüss. Also da kann man, na gut, das ist ja auch so, ne, bei so den ganz kleinen Kindern, die schlafen ja dann auch vielfach sehr lange, auch tagsüber. Das ist immer das, was mir heute immer gar nicht, wo ich dann denke, wär ich mal noch ein Kind, aber denn das kriege ich heute nicht mehr hin, dass ich irgendwie so mal tagsüber schlafen, fällt mir unglaublich schwer. Vielleicht müsste ich mal so Entspannungsübungen oder so machen, aber gut. So, jetzt Wave Club, die Teens Lounge. Leider entfällt das Wave Club Shooting heute. Was? Das ist doch jetzt hier das Wave Club Shooting, wenn ich hier komme. Nee. Ja, so, hier sieht man, hier wird gechillt sozusagen. Hallo. Abgehangen und gechillt. Also hier gehen diejenigen hin, die irgendwie 13 bis 17 sind. Ja, können wir hier mal reingucken. Also hier ist es jetzt nicht so, ich meine, ja, hier hat man wahrscheinlich die Möglichkeit, so Filme zu zeigen, wahrscheinlich auch Computerspiele, weiß ich nicht. Hier auch so Lichteffekte, so Teens Disco oder so. Ja, ich meine, ist halt immer die Frage, so in der Altersgruppe, ne, was stellst du den Leuten dahin? Ja, ist es jetzt vielleicht noch ein Kicker oder so? Guck mal, den Boden finde ich ganz witzig. Der wurde hier noch frisch aufgetragen, ja, dieser glänzende Boden. Ja, das ist irgendwie ganz nett. So. Ach, guck mal, das finde ich gut. Erstmals hat man also auf diesen Rundgang sich intensiv hier bei Ida vorbereitet und hat extra hier Schilder gemacht. Diese Tür bitte nicht öffnen, siehst du. Weil das sind ja immer so die Sachen. Hallo? Das ist ja das, was. Ja, wir ist alles gut hier. Geht's besser? Heute, ja, ein bisschen geht es mir schon besser, aber so, hier kann man also auch sitzen. Was ist das hier? Sind das Würfel? Nee, was? Das sind Tische, einfach nur. Genau. Nichts Besonderes. Ja, gut. Also gut, viel Spaß noch. So. Ja, man ist natürlich, wenn so wenige Gäste an Bord sind, fällt man natürlich eher nochmal auf, ne? Weil ansonsten ist es natürlich auch bei so einem riesigen Schiff so, bei so vielen Gästen, bei einer Crew von, wie viel sind es? 1600, glaube ich, dass man jetzt nicht ständig den gleichen Leuten begegnet. Das ist nicht unbedingt so der Fall, sondern es verläuft sich natürlich ganz gut. Fuego heißt, in irgendeinem Rundgang wusste ich es nicht, heißt Feuer. Nee, war es jetzt Feuer? Ach so, vierte Element, Four Elements, doch, Feuer, ne? Feuer. Macht Sinn. Ach so, guck mal. Ich bin wieder an den wichtigsten Sachen hier vorbeigerannt. Die Baby Corner. So, es gibt eine Kooperation hier mit einem Hersteller von Babynahrung. Ja, halt es extra zu. Grießbrei, Banane. Und, ach ja, guck mal, da gibt es auch eine Mikrowelle, wo ich dann Sachen zubereiten kann. Da unten gibt es Gläschen und. Das ist schon so, ja, Kategorie, würde ich sagen, besonders fürsorglich. Ne? Ja, ich meine, was gibt es für Urlaubsformen, wo man sich dann vorher überlegt als Eltern so, oh Gott, ich muss Gläschen mitnehmen und Brei und. Das ist hier alles nicht. Ja, Familienrestaurant. Relativ groß. Hier, glaube ich, vom Design ein bisschen anders. Hier hat man sicherlich noch so am ehesten ganz klassisches AIDA-Design. So gelbliche Töne oder, ja, also gelb, orange, ja. Ich muss ja mal dazu sagen, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, deswegen, wenn ich jetzt als grün ist, habe ich verloren, aber es ist, glaube ich, gelb. Wobei, na, was ist das für eine Farbe? Ich werde ja dann immer gefragt von irgendwelchen Freunden, die besonders witzig sein, aber was ist das für eine Farbe? Ich würde sagen, orange, aber ja, gut, also wenn ihr es laut lacht, dann höre ich das bis nach Hamburg und weiß, ich hatte nicht recht, ja, aber ja. Gut, gucken wir mal, so die Buffetlinien, ja, also hier, und das ist mittlerweile,
Ich meine, guck mal, seht ihr mal, wie ich hier lang marschieren kann. Ja, also das ist wirklich riesig. Ich weiß halt auch von Familien mit Kindern so, dass die das hier sehr, sehr, sehr geschätzt haben, ne? Diese Geschichte. Ja, und ich glaube insgesamt, ja, dass AIDA mit diesem Konzept hier bei Prima Berla Nova auch insgesamt wirklich einen intelligenten Weg geht. Dass man nicht versucht, so, okay, wir haben nur Bereiche, wo wir es versuchen, es allen irgendwie ein bisschen recht zu machen, sondern man sagt ja im Grunde, wir schaffen Bereiche, die sehr unterschiedlich sind, wo wir aber dann versuchen, Einzelbedürfnisse besser zu befriedigen. Das ist im Grunde so das Konzept. Ne? Also so wäre es so ein bisschen so übersetzt, so würde ich es interpretieren. Ja. Ah ja, guck mal, hier an vielfacher Stelle zu finden, sind hier so Automaten. So ganz dumm finde ich das ehrlich gesagt auch nicht. Für Süßigkeiten, für Getränke. Es ist dann übrigens so, die Preisfüchse unter euch, ne? Also weil so eine Cola, ja, 1,90 der halbe Liter, so billig kriegt ihr das ansonsten hier nicht. Ach guck mal, und die Güstrower Schlossquell Apfelschorle 2,50, auch der halbe Liter. Also so billig sind Getränke tatsächlich sonst nicht. Also kann ich schon sagen, oder halber Liter Wasser, 2,10, ist glaube ich an der Bar auch nicht so günstig. Also deswegen, das wäre hier der Tipp, der Spartipp, holt man sich dann hier am Automaten. Der Kartenleser, um zu kaufen, ist schlauerweise sehr weit oben angebracht. Da müsste sich also ein Kind schon irgendwie eine kleine Leiter mitbringen oder so, um da was zu holen, ja. Aber so ist es eben so, dass es dann nur Erwachsene bedienen können. Ja, Eis und so ist natürlich hier dann normalerweise zu den Mahlzeiten alles vorhanden. Hier ist es, denke ich, so, dass sich sehr, nicht, dass ich was Falsches sage, normalerweise, glaube ich, sehr ausgedehnte Mittagsessenzeit habe, ja. Aber dann so Wein und Bier, meines Wissens nur zu den Hauptmahlzeiten, ja. Also ich will nichts Falsches sagen, das ist mal so ein bisschen so die Gefahr, ja, wenn man sich so intensiv mit diesen ganzen Produkten beschäftigt, mal ändert sich dann was und, ah, guck mal, das ist jetzt hier nicht ein Konstruktionsfehler, so, dass es hier einmal runtergeht, sondern nee, das ist dann das Essen hier für die Kinder, wobei, sagen wir es mal so, also, scheint mir jetzt eher so hier für die Bauarbeiter zu sein, aber da wobei, nö. Nudeln, Bolognese ist durchaus kindgerecht und ich meine, warum soll nicht auch ein Kind Rosenkohl essen? Also ich hätte als Kind, glaube ich, Rosenkohl, Kohl, Kinder mögen eigentlich häufig keinen Kohl, oder? Also, ach guck mal hier, Backfisch gibt's auch, ja, wäre auch für mich schon was dabei. Ja, super Geschichte. Ja, hier kann ich Burger bestellen, ja, die werden dann hier à la minute sozusagen frisch zubereitet. Ja, das ist sicherlich eine sehr populäre Geschichte. Das ist aber nicht der einzige Ort, wo man Burger essen kann. Ach guck mal, hier gibt's schon wieder hier, es gibt schon wieder Kartoffelpuffer. Die gab es hier gestern auch schon. Vielleicht gibt es die sogar jeden Tag. Das ist ja was. Ich meine, für eine Reederei ist immer super, wenn man was hat, was günstig in der Herstellung ist und gerne gegessen wird. Ja? Das ist also das Allerbeste, was passieren kann. Ja? Wobei, ich meine, nur weil es teuer im Einkauf ist, wie zum Beispiel, ich war ja nun gerade bei einer Luxusreederei, wo ständig gab es Hummer. Also so grandios ist jetzt Hummer auch nicht, dass man jetzt sagt, man muss ständig Hummer essen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ein Hummer ist für ein zufriedenes Leben nicht unbedingt nötig. Ja? Also ich meine, er wäre auch zufriedener, der Hummer, wenn er nicht gegessen würde. So. Hier gibt es Pizza, ja, auch wichtiger Punkt. Also da kann man dann gucken, hier werden dann die Pizzen frisch zubereitet. Ich bin ja doch begeistert, dass man das jetzt auch alles sieht. Wie gesagt, vorgestern alles war nackt. So, jetzt wesentlicher Konstruktions-Design-Unterschied. Man kann hier direkt rübergehen in den Beach Club. So, das war sicherlich eine Geschichte, die auf Prima Perla etwas ungelenk war. Da war also der Übergang zwischen Four Elements und Beach Club war jetzt nicht so sehr schön gegeben. Und wo es ja nun hieß, so ein Ganzjahresschiff und man fuhr im Winter ab Hamburg, zumindest eine Saison mal. Ja, da war das denn nicht so optimal, aber man musste in die Kälte. Und hier komme ich wirklich so problemlos vom einen Bereich in den anderen. So, hier ist wieder dieser Pool. Ja, guck mal, jetzt eben habe ich überlegt, was ist das? Was sind das für Formen? Auch der andere Pool, das ist eine Hantel, ja? Ein Hantelpool. So, hier zweimal diese Runden aus und dann das etwas schmalere da in der Mitte. Es sind also Hanteln, ein hantelförmiger Pool. Ja. So, dann wieder Whirlpool. Also ich hoffe, ihr zählt alle noch mit. Wie viele Whirlpools? So, da am Ende auch.
ja, hier habe ich dann auch wieder eine Vielfalt an Sitzmöglichkeiten. Zum Beispiel das hier. Ja, das hier. War auch schon mal einfallsreicher, meine Beschreibung. Ne? Das hier. So. Das hier ist ja so ein Daybed oder so, ne? So ein Tagesbett, würde ich mal so sagen. Ja. Also da kann man dann liegen. Ja, das ist. Ich meine, es ist natürlich schön, weil es einfach, ich bin ja so der Freund des Schattens. Also von daher ist man da hier so als Schattenmann so ganz gut bedient. Wobei ich schon gefragt wurde, ich weiß nicht, ob man es über die Kamera, ob die überhaupt gut genug ist, ob man es überhaupt sehen kann, dass ich so braun wäre im Moment. Aber ja, das liegt halt daran, ne? In Asien, wo ich halt war, da war halt wirklich traumhaftes Wetter. Ja. Achso, guck mal, siehst du, ich kann die Kamera mal ein bisschen weiter weghalten hier. Das ist ganz anders, sonst bin ich immer so nah. Kriegt ja einen Schreck, vor allem wenn ihr das zu Hause im Wohnzimmer, man denkt, so sieht ja mein Kopf irgendwie ein Vielfaches so groß wie normal. Ja. Ja, hier kann man sitzen. Es ist tatsächlich so, Beach Club. Es heißt hier wirklich, dass man kann immer wirklich in kurzer Hose hier rein, weil es eigentlich so warm ist. Und man hat jetzt hier auch nicht mehr die Flügeltüren oder so, mit denen man das ein bisschen öffnen könnte. Die gibt es hier so nicht mehr, wie auf Prima Perla. Ja, dementsprechend ist es dann so, dass man es eigentlich immer weitgehend recht warm ist. Und das Ganze wird aber, das ist da die Lüftung, da wird es klimatisiert. Also es ist eigentlich so, dass man versucht hier immer eine relativ gute, angenehme Temperatur zu erreichen. Aber klar, das ist natürlich hier in erster Linie der Ort, wenn es irgendwie nicht ganz so warm eigentlich ist. So, oder wenn es regnet. Ja, ich habe hier eine DJ-Kanzel. So, das heißt, hier wird auch am Abend immer ordentlich gefeiert. Und ich habe mal so eine Zahl gehört, so bei Prima Perla, so am Beachclub, so an einem durchschnittlichen Abend, so gerne mal 1000 Leute. Das ist echt irre. Höchstens große Schiffe. Ja. Hier spielen dann in der Regel, also nicht in der Regel, immer tolle Bands. Oder beziehungsweise ist es immer eine Band, natürlich ist es jeden Abend eigentlich die gleiche. Und mehrköpfig und da ist richtig Stimmung. Ja. Also dieses Beachclub-Konzept, muss man sagen, finde ich schon sehr, sehr, sehr gut. Ich hatte mich ja auch an einer oder anderen Stelle schon mal geäußert hier, was natürlich so die Gestaltung angeht. Ja, es hat halt nicht so das Gefühl, also nicht so, man hat hier nicht so das Feeling, man wäre irgendwie in einem Hallenbad oder so. Es ist so, dass ich sogar so weit gehen würde und sagen würde, wenn man so überdachte Pooldecks sich anguckt bei anderen Schiffen oder so, das ist hier schon meiner Ansicht nach, ich finde, die Variante, die ich bevorzugen würde. Ja, weil es schon richtig schön ist. Ja. Also es wirkt halt, na gut, es ist halt eher so dann Center Parks Feeling oder so, ne? Oder so in so einem riesigen, so Spaßbadmäßig oder so, ja. Ah ja, Folie lässt UV-Strahlen durch, sprich, man wird, wenn die Sonne scheint, auch braun, wenn man das möchte. Ja, guck mal, hier kann man dann hier, wenn man sagt so Kegelclub, 20 Leute, sagt der eine oder andere, Gott bewahre, aber muss auch nicht sein. Ich meine, für Kegelclubs, die können dann hier sitzen, für Kegelclubs sind die Reisen natürlich zu lang. Ja, sind ja eine Woche und nicht 3-4 Tage. So, ach guck mal, ich will eins nochmal zeigen. Jetzt sind wir doch wieder hier auf der bösen Steuerbordseite, wo ich glaube ich nicht hin darf, aber da dachte ich hier, was steht hier dieser Typ? Ja, dann also aus der Ferne habe ich das wirklich gedacht. Was steht der hier? Da ist so, hä? Da war es noch kalt. Da dachte ich, was macht der da? Ja, und da habe ich gesehen, es ist eine Figur. Ja, also das ist hier irgendwie auch so ein Erkennungsmerkmal, ne, auf den neuen AIDA-Schiffen, dass man hier immer irgendwelche Figuren hat. So, ich gehe mal lieber schnell wieder rein. Nicht, dass das Backbordverbot, nee, das Steuerbord, was denn nun, Steuerbordverbot hier noch gilt. So. Also hier oben, genau, kann man sich auch aufhalten. Ach so, ja, hier diese Dinger, da hatte ich noch nicht gezeigt. Diese Dinger, also das ist da wieder so, wo meine Mutter dann sagt so, kannst du das nicht mal ein bisschen dir überlegen, was du da, andere Variationen, die du sagst, so, ja. So, dann gibt es ja auch Leute, die sich beschweren, so, warum hast du das so gesagt, das war doof, so. Ja, aber der Punkt ist ja, das ist halt immer so, dieses Format lebt und fällt natürlich von so einer gewissen Spontanität, ne? Ja, das ist halt der Witz so. Es gibt ja kein Drehbuch, was ich mir vorher aufschreibe, oder es gibt auch kein Konzept. Es gibt den Laufweg, gibt es, aber es gibt ja kein Konzept, wo man jetzt sagen könnte, was hat er sich da für einen Scheiß ausgedacht, sondern es ist so, dann halte ich jetzt in der Sekunde irgendwie was für witzig. So, hinterher sagt man, oh Gott, was hat er da gesagt? Also sage ich dann auch selber, möglicherweise beim Schnitt. Ja,
Es ist natürlich auch tagesformabhängig. Die Tagesform ist heute, wie gesagt, eher schlecht durch Erkältung und ja, ich habe auch noch Jetlag so von Asien. Aber ich merke halt auch so ein bisschen, ich sabble mich dann auch in so einen Rausch mit der Zeit. So, dass ich dann auch irgendwie, ist gar nicht mehr so schlimm jetzt, also mit der Tagesform, also es wird besser durch das, auch wenn ich mein Ohr gerade so ein bisschen zu, aber na gut, ich will euch nicht mit medizinischen Details langweilen. So, ich fahre hier schon so ein bisschen rüber. Das ist ja hier die Stier-Aida-Bar, wie es dann früher hieß in so einem Aida-Film, in so einem alten, die Sternbar, der Mittelpunkt des Aida-Universums. Ja, die hat es ja mittlerweile hier nach oben immer geschafft. Und ja, das konstruktionsmäßig Geniale sozusagen heißt es ja immer, ist also das, dass man hier dann so an der Bar zwar sitzt, aber dann hat man da gegenüber andere Menschen so, die man dann möglicherweise kennenlernt. Ja, ihr seht schon, der Ur-Clubschiff-Gedanke. Aber wie gesagt, AIDA heute ist auch ein bisschen Clubschiff sicherlich. Sicherlich, ein kleines bisschen in einigen Bereichen. Hier ist es Clubschiff an der Bar. Aber ansonsten nicht. Es ist übrigens hier der Beachclub der einzige Ort, wo 365 Tage im Jahr Weihnachten gefeiert wird. Ja, deswegen hat man hier diese Figur aufgestellt. Es ist, glaube ich, der Kapitän, der sich da hinter verbirgt, glaube ich. Also hinter der Verkleidung. Nein, das ist natürlich so. Das ist wahrscheinlich sowas, wo ich beim Schnitt denke, was redest du denn da? Hier wird natürlich nicht 365 Tage Weihnachten gefeiert. Aber die erste Reise, die hier ja ansteht, ist eben die Weihnachtsreise. So, hier wieder, also wenn ich jetzt Durst hätte, guck mal, da haben die extra hier auf meinem Laufweg so Automaten hingestellt, weil die sich das nicht mehr angucken wollten, ja, wie sonst in den Videos. So, dann geht er irgendwo hin, zapft sich da ein Glas Wasser. So, die waren natürlich schlau und haben gesagt, so, da können wir Geld mit verdienen, ja, wenn er hier vorbeikommt. So, also in dem Fall müsste ich jetzt hier eigentlich Geld bezahlen. Ich habe wirklich langsam Durst. Ah, was hier auch noch angebracht wurde, vor zwei Tagen war hier nix. Diese wunderschön glänzenden, leidenhaft würde ich sagen, es sind Surfbretter ohne Segel, aber also diese Dinger, die aussehen wie Surfbretter, ja, ist schon so ganz schön. Ja. Und ja, wenn wir jetzt hier mal so langsam in die Innenbereiche vordringen, dann bekommt ihr natürlich ja, noch einen ganz wesentlichen Punkt nämlich auch zu sehen, nämlich wie denn hier so die Gestaltung ist, weil bislang haben wir ja wirklich nur die Außenbereiche gehabt. Jetzt schon 53 Minuten rum, also ja. Gut, so, hier sind relativ viele Fahrstühle, thank you. Nämlich 8 Stück, ne? So, schnell hier rein. Ah, so, guck mal, hier, das sind so, was sind das hier so? Da ist irgendwas dahinter wahrscheinlich, hinter diesen Dingern. Aber so, wir fahren erstmal runter auf Deck 8, wo sich einiges verbirgt. Ach, guck mal, jetzt halten wir an. Nee, geht schon weiter. Ja, hier läuft leise Musik. Das ist überhaupt so, dass in vielen Bereichen leise Musik läuft. Die Musik ist immer angepasst, so ein bisschen an die entsprechenden Bereiche, ganz klar. So, Deck 8 gehen wir raus. 8, 7, 6 und ein bisschen 5 sind die öffentlichen Bereiche. Guck mal, ihr seht schon hier, ach, das macht der Weißabgleich, macht hier doofe Farben, die gar nicht so aussehen. Also, hier ist alles so ein bisschen grün, grün, grün. Von wegen Rot-Grün-Schwäche, aber ich weiß ja, dass Blätter grün sind, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, das ist orange. Das sehe ich auch nicht als orange, nein, das sehe ich als grün. So, wir wollen mal gucken, hier kann man dann also Sport machen. Ja, Sport sicherlich, Body and Soul Spa und Sport sicherlich auch für viele AIDA-Gäste eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte. Und dementsprechend ist es ja auch traditionell so, dass diese Bereiche hier bei AIDA eigentlich relativ groß sind. So, ich kann Ausdauer machen und. Ja, aber natürlich ist es auch so, ja, Kraftgeräte haben wir, zeigen wir gleich. Ach, guck mal, hier kann ich immer was trinken. Ja, also es fragen ja viele, oh, wo kann man was trinken? Wie Sport ist dann hier? Handtücher gibt es hier auch. Hallo. Und was man eben auch machen kann gegen Aufpreis, sind hier Powerplay-Trainings. Das kostet für 30 Minuten Personal Training 35 Euro. Habe ich mir gemerkt, stimmt, ne? Ja, ein freundliches Nicken, sehr gut. Ja, Powerblade, ja, scheint doch noch populärer zu sein, als ich so gedacht hätte heutzutage. Ich dachte schon, das gibt es gar nicht mehr, aber hier hat man gleich 5 Stück, nee, 6 Stück sogar. Und kann man auch Gruppentraining machen tatsächlich. Das ist dann günstiger, kostet 15 Euro, ne? Ja, 15 Euro. Gut, guck mal, ist immer gut, hier Informanten überall zu haben. Ja. Na, achso, ach, guck mal, hier können wir da gerade mal reingucken. Ah, nee, der ist gerade. Oh. Ah, na, du willst nicht gefilmt werden, ne? Oder ist es okay? Also, es soll keine Erpressung sein. Ja, hallo.
Die liebe Kollegin von der Süddeutschen Zeitung macht dort ein Training unter Unterdruck, glaube ich. Und Überdruck. Und Überdruck, genau. Das kann man. Unterdruck kann ich nicht leben. Nee. Bis zum Andruck bei der Zeitung. Ja, viel Spaß. Also, muss man sagen, das ist halt immer das Schöne. Pressereisen heißt ja auch, man ist eben mit Kollegen unterwegs, mit denen man dann abends am Essen ist oder auch mal in die Bar geht oder so. Das ist was, was ich für mich, was das berufliche Reisen angeht, durchaus sehr angenehm finde. Ja. Ja, weil ich irgendwie keinen Bock habe, da so abends dann alleine zu sein oder so. Das ist halt irgendwie doof. Und dann, hallo, so, also keiner meckert hier mit der Steuerbordseite. Versuche ich es mal weiter. So, guck mal hier. Ja, man hat, wenn ich mich richtig erinnere, hat man da auf Prima Perla so für den Minigolfbereich sich jetzt nicht so richtig, was die Gestaltung angeht, da reingesteigert sozusagen. Das war ja alles eher so relativ nüchtern, irgendwelche weißen Bahnen oder so. Hier denkt man so, ach ja, Mensch, guck mal, das sieht doch irgendwie nett aus. Man hat hier aus dem Gebirge extra, na, was ist das hier? Nee, Pappmaché ist nicht. Das ist irgendwas Festeres zwangsläufig. Also mir ist ja nicht so ganz wohl dabei, weil ich sehe das Bunkerschiff da mit dem Gas. Ach. Nicht, dass es dann hinterher Ärger gibt, dass man sagt, was hat er da gemacht? Es wurde doch gesagt, aber es wurde halt Handys gesagt. Das war jetzt nicht die Rede hier von Kameras. Naja, gucken wir mal. Outdoor Gym. Hier kann man draußen trainieren. Ja, das ist natürlich so von der, vom Wetter her. Zum Beispiel Kanaren, natürlich super Geschichte. Ja, weil es eben häufig im Winter dann eben nicht zu heiß ist, dass man das auch gut machen kann hier. Ja, so ein, wie heißt das hier, Reck, ne, oder? Oh Gott, nee, ein Heck, nee, Heck war jemand anders. Das ist ein Moderator, der nicht mehr lebt, aber Reck, oh Gott, ich weiß es nicht mehr. So, siehst du, guck mal, es wird immer irgendwann peinlich, wenn ich von irgendwas rede, von dem ich keine Ahnung habe. Jetzt sagen manche Leute, ja, es ist schon die ganze Zeit peinlich, schon seit 53 Minuten, aber nee, seit wie viel? 57, aber so schlimm ist es nicht, glaube ich. So, hier ist irgendwie so eine Geschichte. Dachte ich erst, was ist das denn? Aber das bewegt man dann irgendwie so und ja, da kann man irgendwie dann die Arme trainieren oder so. Ach so, ja. Diesen Sport macht man dann hier draußen unter Aufsicht der Menschen hier in den Kabinen. Die können dann da hingucken. Ja, also während man schwitzt, ich meine, gut, warum nicht? Wir gehen mal wieder rein, gucken uns dann gleich nochmal den Rest vom Sportbereich an. Und dann, ihr glaubt es nicht, wir werden heute auch, wenn nichts dazwischen kommt, in den Spa-Bereich gehen können, weil der ja noch nicht in Betrieb ist. Ja, das ist natürlich richtig cool. Also erstmal noch jetzt zweite Hälfte Sportbereich. Ja, so, also wirklich niemand hier im Moment. Ja, so. Ich finde, der ist ja nun von einer anderen Stelle hier als bei Prima Perla. Ja, man hat wunderbaren Blick nach draußen. Das war dort ja nicht so. Dort war das ja Innenbereiche, ne? Wo man keine... Oder gab es da Fenster? Ich weiß es nicht mehr. Muss ich mal einen Rundgang mal gucken. Ja. Also, das ist dann hier. Und ja, kann man hier raus? Also hier ist nicht. Versuchen wir hier mal. Ah, ja, guck mal, hier geht. Hier geht es. Hallo. Hier geht es Richtung Spa. Ja, genau. Hier ist alles richtig. Also, schauen wir da mal hin. Und da, wenn nichts dazwischen kommt... kann ich euch eigenes zeigen, wobei erstmal noch hier der Sportbereich weitergeht. Also hier erstmal, da wird im Moment wird noch gearbeitet, das ist hier so ein Kursraum für Fitnesskurse. Deswegen gehen wir da jetzt mal nicht rein, aber wir gehen rein in den Raum für Indoor-Cycling. Beliebte Sportart ist hier, denke ich, basismäßig nicht mit Kosten verbunden. Es mag irgendwelche Workshops oder so geben, da nehmen sie dann extra. Ja, es wird erstmal hier so sein, deswegen dort der Fernseher, dass man dann und wann, bei 20% der Fälle, einen virtuellen Trainer nutzt. Da sitzt dann keiner mehr da vorne auf dem Rad, sondern da kommt zwar der Trainer, kontrolliert vorher, ist alles richtig eingestellt oder nicht. Und ja, dann wird das Ganze auf dem Bildschirm stattfinden. Das macht man dann halt, um Indoor-Cycling eben auch zu Zeiten anzubieten, was weiß ich, mittags oder so, wo man sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Habe ich selber jetzt noch nicht gemacht, so mit so einem Videotrainer. Ist so ein bisschen so die Sache. So, wir gucken jetzt hier mal rein. Also hier gehe ich ja hin. Hallo? Ups. Hier gehe ich ja hin. Hier gehe ich ja hin für irgendwelche Behandlungen. Sind nackte Menschen da drin? Nee, ne? Ja, ehrlich? Ja.
Aber nicht in der Sauna, oder? Nein. Da nicht, okay. Also kann ich in Suite 2 gehen? Ja. Ich kann ja klopfen und gehe nicht gleich mit der... Also jetzt gehen wir erstmal hier in den Bereich. So, guck mal, so ist das, wenn man das hier alles gut abgesprochen hat. Also, oder auch nicht, guck mal, Wellness Suite. Ja, hallo? Na, gucken wir mal. Also, die ist ja, das ist ja eine Geschichte, die ich mir gönnen kann. Nämlich hier diese totale Luxus-Suite für zwei Personen. Wellness-Spa-Suite, wenn man so will. So, die kann ich hier für mehrere Stunden buchen. Preis variiert natürlich. Ja, damit wollte ich nur vertuschen, dass ich ihn gerade nicht weiß. Also, das ist nicht so ganz, ist jetzt nicht geschenkt natürlich, sondern also mindestens 100 Euro. Also ich weiß nicht, für welchen Zeitraum. Also es ist Quatsch, ich weiß es wirklich nicht. So. Ja, aber das ist natürlich was, ich sag mal so, das Verwöhnprogramm hoch 3, wenn man so will. Ne? Also da kann ich mich ja dann entweder massieren lassen oder nicht. Das kostet natürlich extra eine Behandlung. Ich kann mich auch einfach so hier nur aufhalten. Das geht natürlich auch. Ich habe einen eigenen Außenbereich. Ah, so. Klemmt noch die Tür. So, können wir hier mal gucken. Ja. Ja, also das ist schon was. Verdammt, jetzt kriegst du wieder nicht zu. Ah, na. Hä, was ist da los? Also. Na so gut, okay. Ich will es hier wieder ordentlich zumachen. Nicht, dass Leute sagen, du bist so unhöflich, du reißt da alles auf und. Nein, nein, nein. Also, das ist hier schon großer Luxus. Also sagen wir mal so. Ja, ich kann halt auch bei AIDA Luxus bekommen, aber Dusche einmal hier und dann eine eigene Sauna. So, gucken wir mal hier. So, die Sauna, tada. Ja, Platz für zwei, wobei würden auch mehr reinpassen. Also, wenn man Lust hat, hier irgendwie vielleicht noch mehr mit reinzunehmen, weiß ich gar nicht, ob das erlaubt wäre. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich wirklich nur für zwei Personen. Ja. Gut, also das ist das, was ich sagen wollte. Man kann in vielfacher Hinsicht tatsächlich bei AIDA auch Luxus bekommen. So, es ist aber so, dass dieser Luxus zu bezahlen ist. Klar, weil ich kann ja nicht, wenn ich irgendwie Reisen habe, möglicherweise zu einem günstigen Einstiegspreis, kann ich ja nicht erwarten, dass alles drin ist, sondern ich kann mir quasi auch Luxuskomponenten dazu buchen. Aber wie gesagt, die sind eben nicht im Preis enthalten. So, guck mal hier ist das richtig große. Hallo. So, und jetzt gucken wir mal hier, finnische Sauna. Dieser Bereich kostet 35 Euro pro Person und Tag. Es werden maximal knapp 200 Leute reingelassen. Und es ist so, Wochenpass gibt es auch für 179 Euro. Das ist einmal hier, die finnische Sauna. Und das ist eben so, es gibt Leute, die dann sagen so, oh ja, wieso kostet ihr Sauna Geld? Ja, es ist eben auch so, dass das hier alles viel schöner ist. Kelo Sauna, hier riecht man das Holz besonders. Ah, es riecht wirklich gut. Wäre ich mal mit meiner Erkältung hier irgendwie vorher mal reingekommen. Wobei, Erkältung mit Sauna ist gar nicht, soll man gar nicht machen. Ne? Also, das ist nicht vergleichbar mit den kostenlosen Saunabereichen auf den alten AIDAs. So, das muss man einfach sagen. Ja. Und ja, es ist halt so, dass man auch hier sagt, ne, wir wollen es nicht irgendwie so ein bisschen anbieten, sondern wir bieten es irgendwie richtig fett, sage ich es mal so. Ja, richtig, richtig so, dass es irgendwie, dass man denkt so, ach Mann, richtig nobel. Und ja, dann machen es halt nur die, denen das dann auch was wert ist, sozusagen. Oder beziehungsweise, ja, die das dann auch, die vielleicht dann sagen, sie wollen einen halben oder ganzen Tag hier verbringen, so, ne? Ja, so, das war einfach hier die Aromasauna. Die habe ich jetzt nicht aufgemacht, weil mir da gestern, da kam mir Dampf entgegen. Hier auch, Dampfbad. Ja, da würde die Kamera nur unnötig beschlagen, deswegen gehe ich da jetzt mal nicht rein. Ja, ja, hier sind dann so, was macht man hier? Wäscht man die Füße sauber oder so? Nee, man wäscht sie nur kalt wahrscheinlich. So, Bio-Sauna ist wahrscheinlich eher was für mich. So, ah, hier, ja. Ja, hier ist angenehm. Was haben wir hier? 60 Grad. Also, was heißt angenehm? Aber ich mag jetzt nicht so dieses ganz Heiße. Ich weiß immer noch früher, mein Vater, irgendwie manchmal waren wir irgendwie in Wolfsburg im Schwimmbad, im Badeland, wer das kennt. Da hat er mich da auch mal mit reingenommen, weil er dachte, ach, naja, kann ja für so ein Kind nicht schaden oder so. Aber ja, war nicht so ganz mein Ding. Also, ich bin natürlich auch dann relativ schnell da wieder raus. Kaminzimmer. Jetzt kann man sich fragen, was macht ein Kamin auf einem Kreuzfahrtschiff? Tada, hier ist der Kamin. So, muss man wieder die Kohlen nachlegen. Dieses Kaminzimmer ist,
wenn man reinkommt, erstmal überraschend kühl. Also was heißt überraschend kühl? Es ist sehr kühl hier. Das ist natürlich kein Feuer hier, das sind natürlich Lichteffekte hier mit irgendwelchem Qualm. Ja, ja, hier kann man liegen. Also wirklich, ne? Ich sage es nochmal, das ist hier sowas, das würde ich so in diesem Stil vielleicht sonst erwarten in einem ganz neuen Fünf-Sterne-Hotel. Ne? Das ist irgendwie so diese Geschichte. Und deswegen finde ich es im Prinzip wirklich okay, wenn man sagt so, naja gut, wir machen es besser, nehmen dafür Geld, finde ich okay. Ein bisschen doof ist es natürlich, wenn, ja klar, das Ganze ist kontingentiert. So, wer zu spät kommt, ja, der hat Pech, ne? Also, ja, hier steht, ah, guck mal, hier, das ist so ein Schild, das hatte man bei der Prima, glaube ich, sich nicht so überlegt. Wenn Sie jetzt nackt weitergehen, ziehen Sie alle Blicke auf sich. Der Nacktbereich endet hier, ja. Wobei, es soll auch Menschen geben, wo alle weggucken würden, aber na. Also allein die Tatsache, wenn man hier nackt hingeht, das würde wirklich natürlich dazu sorgen, dass jeder gucken würde, egal wie die Person aussieht. Also, so, hier weitere für eure Rechnung. 1, 2, 3 Whirlpools, ja, in diese Richtung. Ja, und ich kann es mal zeigen, da ist es halt wirklich so, dass man hier direkt, ne, von da oben natürlich runterguckt. Also das wäre so von der Gestaltung her wirklich ungeeignet, um das hier als Nacktbereich zu nutzen. Da müsste man es schon, irgendwie anders überdachen oder so, ja. So, das sind hier Bereiche, da habe ich mir erklären lassen, das kann man hier mieten tatsächlich. Da kriegt man dann hier noch irgendwie einen Korb hingestellt mit Sekt oder so. Also stellt euch dann eine Flasche Sekt oder Champagner oder was vor. So. Ja, aber man hat das auch hier extra so ein bisschen offener gestaltet. Ja, also wenn hier Leute sind, hier soll nichts passieren, was da draußen keiner sehen darf. Also ne, so ist das Ganze nicht gedacht. Das Ganze ist also, ja, es ist so ein entspannender Rückzugsort sein. Ne? Ja gut, das ist halt immer Geschäftsmodell. Kreuzfahrt ist immer, ich muss mir immer auch Sachen überlegen, die besser sind noch als das Normale, die ich den Leuten dann zum Kauf anbiete. So, niemand ist verpflichtet natürlich, aber ja, das ist wirklich das Geschäftsmodell. Also auch immer bei den Freunden, die dann sagen so, dafür fahre ich TUI Cruises, weil all inclusive. So, ja, dieses all inclusive, auch bei TUI Cruises, das ist nicht so ganz ernst gemeint. Es ist nicht so gemeint, dass ihr nichts mehr bezahlen sollt, sondern ja, der Gedanke ist eigentlich eher, dass man euch durch kostenlose Getränke so in eine Stimmung versetzt, dass ihr auch so bereitwillig Geld ausgebt, ja, dass die Reederei dann am Ende so dann die Einnahmen generiert. Aber es ist auf keinen Fall so gemeint, dass man es sonderlich gern, also was heißt nicht gern hat, wenn man nichts ausgibt. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich kann man auch kommen und nichts ausgeben. Aber die Hoffnung der Reederei ist natürlich immer klar, dass man da irgendwie noch zusätzlich Geld ausgibt. Spa, Ausflüge, Shops, Casino hier zum Beispiel und Workshops und, ja. Also, ja, das ist schon, ja, für die Reedereien ganz wichtig. Wenn man mal so Zahlen anguckt von US-Anbietern, denen gelingt es dann teilweise bei 1000 Euro Reisepreis pro Nase nochmal 500 Euro zu erlösen an Onboard Revenue, nennt sich das Ganze. Ja, das ist also ein bisschen der Fachbegriff. Ja, also das ist schon so ein bisschen das Ziel. Ich glaube, ganz so hoch geht es bei den kriegen die deutschen Reedereien noch nicht hin, weil der Deutsche ist ja an sich erstmal so ein bisschen sparsam. Ja, ich selber will mich da auch gerne ganz vorne bei dieser Entwicklung gesellen. Nein. Nein, ich bin schon auch immer so, dass ich manchmal denke, bin ich ein bisschen zu sparsam manchmal. Ist wirklich so. Ich dann denke so, ach naja, komm. Ja, also gerade wenn ich irgendwie für euch irgendwie unterwegs bin auf den Reisen oder so und dann manchmal denke so, ja komm, du machst jetzt auch mal was irgendwie fürs Vlog gut ist, dass du irgendwie einen coolen Ausflug oder so machst, selbst wenn du ihn selber bezahlen musst, komm, es muss irgendwie, ja, und ja, wie gesagt, falsche Sparsamkeit ist dann nicht unbedingt die gute Geschichte. Wir sind hier angekommen in der Wellness-Oase, die ebenfalls im Rahmen dieser Tageskarte zu nutzen ist. Ja, hier kann ich mich rauflegen, habt ihr schon geahnt. Ja, hier, das ist irgendwie so eine Mischung aus Wärme- und Lichtbehandlung. Das kostet dann auch nichts extra oder so. Wenn ich das richtig mir habe erklären lassen, wurde hier dieser Begriff Wellness-Oase, den gab es zuletzt nicht, aber den hat man bei den älteren AIDAs. Da ist das so ein Bereich so in der Mitte des Schiffes. Ja, den hat man jetzt hier wieder aufleben lassen. Ah, guck mal, hier habe ich es doch gefunden. Also bin ich gar nicht hier auf das teure Bezahlwasser der Reedereien angewiesen, sondern hier gibt es das Kostenlose. Wobei ist ja gar nicht kostenlos, kostet ja 35 Euro am Tag, aber naja. So, Entschuldigung.
So, ich betone, ich werde es austrinken und hier irgendwo sauber irgendwo hinstellen, ja, dass irgendwie keiner sagen muss, so, was hat der Mo hier gemacht? So. Ich würde sagen, ich trinke mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, guck mal, ja, ganz geschickt einen Werbespot eingebaut. Ja, wir gucken mal. Hier kann man liegen, liegen, liegen. Das ist, hallo, alles, ich finde, wirklich ausgesprochen schön gemacht. So, ja, hier mit diesem ganzen Grün wieder. Ja, kann sich doch sehen lassen. Also, ja, das ist schon richtig, richtig nett. So, hier wird noch ein bisschen sauber gemacht. Aber was ich einmal zeigen will, was ich hier ganz interessant finde, guck mal, das Tageslicht, was da kommt. Da kann man jetzt sagen, wo kommt dieses Tageslicht her? Man ist da tatsächlich dann auf dem Vorderschiff. Ja? Also das ist der Bereich, wo dann der Kapitän unter anderem stand bei der Taufe von Aida Nova, ganz vorne. Also das nutzt man dann hier so als natürliche Lichtquelle in dieser Wellness-Oase. Und ihr seht wirklich, also wer bei den vielen Plätzen oder so, ich habe fast Bedenken, ob da mit diesen knapp 200 Plätzen, ob das überhaupt richtig war, aber das kommt mir ja sehr, sehr groß hier vor, muss man wirklich sagen. Sauna und Wellness-Oase zusammen. Ja, da schon richtig groß, ja. So, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wer das jetzt grundsätzlich doof findet und sagt, kann ich total auch verstehen, zum Beispiel mein lieber Freund Tom, ja, der gerne mal im Urlaub irgendwie in die Sauna geht, auch mal eben nur schnell, zack, zack, ja. Also so vermute ich war nie dabei, aber schnell, zack, zack und dann gerne eigentlich so, scheiße, jetzt war hier gerade eine Speicherkarte voll, deswegen musste ich da kurz mal was drauf löschen, super vorbereitet. Also mein lieber Freund Tom, ne, der dann irgendwie gerne mal nur so kurz 10 Minuten in die Sauna geht und das dann aber gerne öfter. Ja, das ist natürlich dann, das ist so ein bisschen dann natürlich schade, ne, dass man das halt nicht machen kann. Da hast du halt keine Chance, ne, muss man wirklich sagen. Ja. Also das ist natürlich bei dem Konzept, muss man wirklich sagen, ja, ein handfester Nachteil. So. Also wieder eine falsche Sparsamkeit hier, die Speicherkarte. Jetzt habe ich nur noch 30 Minuten hier. Da muss ich jetzt erstmal drehen, dann die Daten überspielen. Das ist natürlich alles Mist. Oder eine andere Karte reinpacken, das geht auch. Aber mal gucken. Also, weil ich habe doch das Gefühl, dass wir ein bisschen noch brauchen. Also, naja, schauen wir mal. So. Also, ihr habt das sicherlich hier mal in einer Ausführlichkeit gesehen, wie ihr es gar nicht von mir gewohnt seid. Aber das ist halt, wenn man... Danke, tschüss. Das ist halt, wenn man so auf den normalen Reisen ist, hat man halt keine Chance, da so nochmal reinzugehen. Es sei denn, man würde da jetzt abends, spätabends oder so nochmal reingehen. Ne? Aber ja, meistens wird das ja so in einem Rutsch oder so gedreht. Ja, von daher so. Oh, jetzt kommen hier wichtige Menschen hier. So. Also, die Investoren oder so. Nee. Investoren. Also AIDA gehört ja zum Karnevalkonzern, börsennotierter Konzern, der Weltmarktführer für Kreuzfahrten. Da braucht man dann keine Investoren. Ja, so, gucken wir mal weiter, was es hier noch alles gibt. Ausflüge kann ich natürlich buchen, in irgendeiner Form digital oder wie auch immer. Hallo, in irgendeiner Form digital oder wie auch immer, aber ich kann auch hier hinkommen. So, hier befinden sich dann im Idealfall freundliche Menschen, ja, die mich dann beraten. Ja, das kann ich dann hier machen. So, der Golf Pro wird dann hier sein. Und ja, da wir uns hier immer noch in der Nähe von Sport und Spa befinden, ist hier Juicy's, die Smoothie- und Obstbar. So, das ist dann hier. So, das sind natürlich dann alles Sachen, Getränke oder so, logischerweise gegen Aufpreis. Ich will hier nochmal den einen Eingang zeigen hier vom Fitnessstudio. Das ist auch ganz cool hier, oder? Ja, mit diesem Wasser so. Also das muss man sagen, diese LED-Flächen, das muss mittlerweile so billig geworden sein, dass man die überall tatsächlich hier hat. Ja, weil das ist früher sowas, sobald du so große LED-Flächen hattest, ja, dann wurde es so unglaublich teuer und deswegen gab es das fast nirgends. Und ja, so, wir gucken hier mal kurz rein. Ja, hier wird also schon geföhnt. Hallo, hier ist der Friseur. Hier kann man sich aber auch Mani und Pedi küren lassen. Wo es um die Schönheit geht, ist die Parfümerie nicht weit. Oder wie ich an der Stelle dann immer sage, Shops, Shops, Shops. Auf der anderen Seite auch, ja, Parfümerie, Pflegeprodukte und. So, ja, das erste Pflegeprodukt hier, was mich gesponsert hat, das gibt es auch noch nicht, ne? Aber wer weiß, irgendwann mal. Jetzt haben wir erstmal ein anderes Produkt heute, was mich gesponsert hat. So, hier sitzen die, ja, Fernseh-Experten. Jetzt könnte man sagen, Fernsehexperten. Nee, es sind die Fernseh-Experten.
Also das bedeutet, ja, hier kann ich dann meine nächste Reise buchen. Und das ist ja dann auch so, selbst wenn ihr das Ganze irgendwie bei eurem persönlichen Reisebüro oder so gebucht habt, das ist halt kein Problem, es hier zu buchen, denn das Ganze kann dann auf Wunsch eben über das örtliche Reisebüro abgewickelt werden, wenn die einen guten Job machen. Finde ich, dann spricht ja auch nichts dagegen. Ne? Also es gibt ja halt Reisebüros, die sind richtig, richtig gut, haben richtig viel Ahnung. Gibt aber halt auch das Gegenteil natürlich. Dann, ja. Gut, hier können wir auch noch mal rausgucken. Man hat hier immer diese Knöpfe. Ich habe da auf dieser Reise teilweise schon verzweifelt drauf gedrückt und es ging nicht, aber jetzt habe ich Glück gehabt. Also hier nochmal Knopf. Aha. So, Lanaidek. Ja, ich kann mal rausgucken. Also ja, hier ist wieder außen. Außen alles öffentlicher Bereich, so gar kein Problem. Ja. Also es ist wirklich so, dass man wirklich viel hat. Jetzt komm schon hier. Was mache ich denn immer falsch? Also. Na, ich bin zu blöd dafür und drücke einfach nur falsch. Das kann es sein. So. Hallo. So, jetzt gucken wir mal hier. Das Theatrium. Ja, das Theatrium, ja, so ein bisschen so das Herzstück aller neuen AIDA-Schiffe seit 2007. Dieses Theatrium, ja, es ist schon nochmal wirklich eine neue Klasse, würde ich sagen. Was so, ja, vom Design her oder so. Ne? Also es ist nicht mehr so dieses. Ja, quietschbunt ist nicht mehr. Es ist durchaus so ein bisschen dezenter, elegant. Und ich weiß ja, dass das auch so Punkte sind, wo ihr auch immer hinguckt. Ne? Also das ist ja auch mit so einem Grund, warum ihr diese Rundgänge so gerne seht. Was das hier nun ist, weiß ich nicht. Also das symbolisiert irgendwie ein Nudelholz, was man hier in den Boden gesteckt hat oder so. Aber ja, keine Ahnung. Nein, also weiß ich nicht, was das soll. Hm. Ja, jedenfalls ist es so, dieses Theatrium, ja, ich bin da früher mal, also erstmal sieht man da hinten riesige, wobei das gerade noch nicht von so oben auf der Kamera sieht das gar nicht so riesig aus, aber es ist riesig, dieser riesige Bildschirm dahinter. Ja, das hat sich im Laufe der Zeit, ist diese Bildschirmfläche da so viel größer geworden, seit 2007, also mittlerweile ist es richtig fett, kann man tolle Sachen mitmachen. Ja, hier oben, hier kommt dann da so ein Zylinder rausgefahren und so, da kann man auch Sachen, ist auch ein Bildschirm drauf und so weiter. Also gibt es richtig tolle Möglichkeiten. Ich war früher so ein bisschen, dachte ich mal so, na, ein Schiff muss doch ein Theater haben. So. Ich würde das so eindeutig für mich gar nicht mehr beantworten heute, sondern ich denke so, naja, so ein Theatrium hat natürlich auch Vorteile. Die Nachteile sind, wenn ich hier sehr weit oben bin, da hinten kann ich eigentlich nur stehen, ne? Weil sonst sehe ich nichts. Also es ist ein bisschen schwierig, das für ganz große Zuschauermengen hier nutzbar zu machen. Und eins ist völlig klar, hier passen keine 6000 Menschen rein. Das ist wirklich klar. Auch wenn das irgendwie größer ist, ich habe mir, glaube ich, erklären lassen hier, der Durchmesser über 40 Meter. Ja. Guck mal, hier, das sind auch alles LED. Da kam ich hin, da war so ein Mauerwerk, wo ich dachte so, hä, wie hat das denn gemacht? Weil ich nicht gesehen hatte, dass das ein Bildschirm ist. Ja. Kann man natürlich alles ändern. So, ja. Was auch möglich ist, dort, wo diese beiden Menschen gerade stehen, das kann man runterlassen und das kann genutzt werden als Bereich für Zuschauer. Dann hat man eine 360-Grad-Bühne. War der persönliche Wunsch, habe ich mir erzählen lassen, des Chefs der Costa Group von Michael Tamm, also der zuständig ist für Costa und AIDA. Der hat gesagt, er hätte gerne. So, hat man dann hier gemacht. So, ja. Also muss man dann mal gucken. Ich habe das bei einer Show schon mal gesehen. War irgendwie ganz witzig, wenn man auch so dahinter sitzen kann. So, ja. Gut, gucken wir mal hier wieder hoch. Ah, hier auch Café Mare. Das ist der Laden, wo die Kaffeegetränke zubereitet werden mit Starbucks-Bohnen. Ja. So, jetzt hat man hier mittlerweile Vitrinen. Wenn ich mir das habe richtig erklären lassen, wird hier künftig nachmittags Kuchen serviert. Das wird besonderer Kuchen sein. Hohe Torten, die gibt es dann gegen Aufpreis, die hohen Torten. Die hohen Torten gibt es umsonst, aber man muss einen Kaffee kaufen. So. Jetzt habe ich einen wunderbaren Spartipp für euch. Ja, also ihr sollt ja auch was davon haben. Ihr seht hier mein Lieblingsgetränk fast. Espresso. Einfacher. 2,70, doppelter 3,90 Euro. Ja, jetzt kann ich aber auch Folgendes nehmen. Guck mal, da unten steht, ja, ein Espresso, extra Espresso-Shot kostet nur 1 Euro. Also wenn ihr dann den einfachen Espresso nehmt für 2,70 und einen Espresso-Shot für 1 Euro dazu gibt, kommt ihr auf 3,70 und habt 20 Cent gespart. Guck mal. Ja, das ist doch was. Also habt ihr gleich die Möglichkeit,
Getränkepakete, oh, das ist ja immer so ein Thema, Getränkepakete, Getränkepakete. Ich würde sagen, hier bei AIDA lohnt sich fast gar nicht, bezahlt lieber alles einzeln, muss man sich den Stress mit den Paketen nicht machen. Die Starbucks-Getränke gelten da nicht. Ach, guck mal, jetzt hat man da jetzt gerade Probe, jetzt hat man da die Wand da schon so ein bisschen auseinandergefahren und ja. Also ich bin, ach, guck mal, und da sieht man es da, also es ist schon, ach, guck mal, sogar an der Decke hier, wow. Ja, also ich muss sagen, so was so diese Sachen angeht, hier Entertainment oder so, das ist hier, was die Technik und so angeht, sicherlich überhaupt, was es so an Entertainment-Optionen hier auf dem ganzen Schiff angeht, das ist hier sicherlich auf einem neuen Level. Kann man sicherlich sagen, ja, ohne dass man übertreibt. So, da sind jetzt hier die wichtigen Menschen da. Kapitän Boris Becker, Felix Eichhorn, Präsident von AIDA. Wahrscheinlich wollen die nicht, dass die da auch mal ins Video sind. Oder sie haben sich dahingestellt, weil sie wissen, ich komme gleich. Also hier Vinothek, ja. Das ist nun für die Weinliebhaber. Also wollen wir da mal gar nicht. Der Präsident, nicht, dass der überhaupt dadurch erst erfährt, wer ich eigentlich bin, was ich hier eigentlich mache. Grüßt immer so freundlich, wenn er wüsste, dass ich der bin, der die Videos macht. Na, vielleicht hat er das auch schon gesehen. Aber das ist wirklich Felix Eichhorn, der AIDA-Präsident ist jünger noch als ich. Ich meine, gut, mit 42 ist das auch kein Wunder. Aber das ist jemand, der ist ein sehr freundlicher Mensch, so finde ich. Ja. Also das ist nicht, man denkt ja so, Präsident bei einer der erfolgreichsten Kreuzfahrtmarken Europas. Was wird das für einer sein? Aber das ist wirklich ein netter Mensch, auch wieder so mit der Crew und so umgeht. So, die Eisbar gibt es, ja. Eis gibt es ja bei AIDA natürlich im Buffet-Restaurant, natürlich inklusive. Aber ich bekomme nun neuerdings auch selbstgemachtes Eis hier gegen Aufpreis. 1 Euro aktuell die Kugel, Eisbecher so für 4-5 Euro. Das ist also komplett neu. Ja, wie gesagt, wird an Bord selber zubereitet. Hat mir auch gut geschmeckt, war noch ein bisschen fest, aber ich glaube, daran arbeitet man. Ja, und dann kann man also hier sitzen und das Ganze zu sich nehmen. Oder aber draußen, ja, je nachdem. Man hat hier nicht mehr diese Kooperation mit Langnese. Das gab es ja bei Prima Perla, teilweise auch auf anderen Schiffen. Magnum Pleasure Store, ja, das gibt es jetzt hier nicht mehr. Ja, das hat man eben ja, gestrichen. Vielleicht hatten die irgendwie kein Interesse mehr, weil, meine, wenn man so Magnum Pleasure Store, so würde ich sagen, da muss ja auch Magnum, also Langnese, Geld bezahlen. Und am Ende muss ja für die was bei rauskommen, dass sich lohnt. Vielleicht hat es das nicht getan und deswegen ist hier jetzt selbstgemachtes Eis. Keine Ahnung, Spekulation. Ristorante Casanova. Ja, das ist ein italienisches, das ist das erste Restaurant, was wir sehen, oder? Ach nee, Fuego hatten wir. Also, das ist ein italienisches Restaurant ohne Aufpreis. Also das Essen ist im Reisepreis enthalten, die Getränke sind zu bezahlen. Ja, da kann man einmal hier so mit Platz, mit Blick nach draußen sitzen oder aber hier. Ja, hier ist es ein bisschen abgeschiedener, hier hat man auch durchaus dann so Vorhänge davor gemacht. So. Es war in der Anfangszeit so, da war der Wein, was heißt unglaublich teuer. Es ist jetzt nicht 30 Euro für eine Flasche Wein, ist nicht unbedingt teuer, aber... Ich hätte so damals gedacht, so, naja, wäre auch schön, wenn es welchen für 20 gäbe. So, was soll ich sagen, was ist passiert? Mittlerweile gibt es auch Wein zum Preis von ungefähr 20 Euro pro Flasche. Ja, also, dass da dann sicherlich mehr dann mal sagen werden, so, ach ja, nehmen wir mal eine Flasche und nicht nur eine Flasche Wasser oder so. Ja. Ansonsten natürlich bei AIDA das Prinzip, in den Buffet-Restaurants sind auch Tischwein, Bier, Softgetränke im Preis enthalten. Ja, hier gucken wir auch nochmal zwischendurch nochmal raus, denn wir kommen zum Brauhaus. Und deswegen zeige ich das hier gerade. Das Brauhaus hat einen Außenbereich. So, ist es nicht schön? Ja, Brauhaus heißt ja eher so ein bisschen nach volkstümlich. Ist volkstümlich das richtige Wort? Also, so, da geht es eher so mit gute Laune und Schunkeln und ein Prosit und Orns zwar Xufer. So, ja? Also, deswegen sage ich, es ist halt wirklich ein Schiff, ja, was für die vielfältigsten Bedürfnisse ist. Ja? Und klar, Brauhaus hat viele Fans, deswegen ist es auch riesig. Ja? Also für Hunderte hier wirklich. Hier wird Bier an Bord selber gebraut. Und es ist so, dass man dann hier Essen hat, das im Reisepreis enthalten ist. Man kann hier auch frühstücken.
Ja, man kann dann abends so Dinge essen wie, es gibt keine Käsespätzle mehr. Also das ist was, was ich immer ankreide. Die habe ich nämlich früher ganz gerne gegessen. Aber jetzt isst man hier, glaube ich, hausgemachte rote Grütze, Rinderkraftbrühe, nee, Schnitzel nach Brauerart. Aber was ist denn die Brauerart? Keine Ahnung, wie der Brauer gerne Schnitzel isst. Aber Rindergulasch, Matthiasfilet, Schweinshaxe, Schwanzhaxe. Wie sagt man? Schwanz. Keine Ahnung. Ist ja immer so ein bisschen, ja, ich meine, immerhin ist es Deutsch. Manche beschweren sich ja von euch, wenn ich dann versuche, irgendwelche Sachen auszusprechen. So nach dem Motto, kann er das nicht vorher recherchieren? Ist ja die Frage, wenn ich jetzt hier rumlaufen bin, soll ich jetzt hier parallel irgendwie noch? Ich meine, jetzt arbeite ich schon mit zwei Kameras. Jetzt könnte ich natürlich nebenbei noch mit meinem Smartphone immer irgendwas nachgucken, aber ist vielleicht auch nicht so das Richtige. Es ist so ein bisschen hier der Haus, dieses ja, Brauhaus, dieses abgeschiedene, abgeschottete, meine ich nicht, abgeschieden, abgeschottete, vielleicht so ein bisschen verloren gegangen. Es ist jetzt hier so eher so ein bisschen integriert wie so ein normales Buffet-Restaurant, muss man sagen. Also diesen Hauscharakter hat es nicht mehr. Also hier wird auch wirklich, ja, wie gesagt, hier das gute Höfelsbier wird selber gebraut hier mit Bamberger Malz, achso ja, Malz, genau, Hopfen und Malz, Gott erhalt, ich habe gerade überlegt, was war das nochmal? Ja, Bamberg. Mittlerweile war ich auch mal in Bamberg, weil ein sehr guter Freund aus Bamberg kommt. Eine schöne Stadt, muss man sagen. Einer der Chef, der Oberchefköche hier von AIDA, Günter Krohr, kommt auch, glaube ich, aus Bamberg. Also ja, da, also viele Grüße an alle, die in Bamberg sind. So, ihr seht, hier geht es nochmal weiter. Also das ist wirklich Riesen-Location hier, ist irre. Ja, also riesige Location, das zieht sich gleich auch durch, wenn wir bei den anderen Buffet-Restaurants gleich gucken. Ja, was ja dann auch noch passiert, aber shit, langsam kriege ich Probleme mit meiner Speicherkarte. Also ich will das jetzt nicht in 16 Minuten übers Knie brechen. Also vielleicht machen wir dann nochmal eine Werbepause und dann tausche ich die Speicherkarte aus oder so. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen, auf die... Ach, naja, also wer freut sich schon auf Werbepause? Es ist aber, muss man sagen, natürlich ja so, dass ich natürlich ja mit dieser ganzen Geschichte irgendwie auch Geld verdiene und verdienen möchte. Und da gehört halt auch Werbung dazu, muss man sagen. Also ja, das ist jetzt nicht böse gemeint so. Der Werbung. Aber es ist ja manchmal, es ist auch so, dass man bei der Werbung, dass man irgendwas Interessantes sieht oder so. Ist ja nicht so, dass Werbung nun per se irgendwie eine ganz doofe Geschichte ist. Ja. So, wo ging es denn nochmal hier lang? Ja, Tag 4 hier an Bord. Und, hier sind Kabinen. Ja, genau. Ich bin jetzt in der Nähe meiner Kabine. Deswegen machen wir jetzt schon die Werbepause. Ich tausche gerade mal die Speicherkarte und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt eine große, leere, neue Speicherkarte eingelegt. 4 Stunden 20 ist jetzt Platz. Also kann ich mir ein bisschen Zeit lassen. Wobei so viel zu sagen ist ja auch nicht. Also gehen wir mal runter. Jetzt von 8 hier. Und wir waren hinten gerade, also nochmal zur Orientierung. Und jetzt gehen wir von 8 eben auf 7. So. Es gibt nicht mehr auf der AIDA Nova das Weite Weltrestaurant, sondern es gibt den Yachtclub. So, jetzt denkt der ein oder andere, ja, wie Yachtclub? Das ist doch das Buffet-Restaurant auf der Europa 2. Oder wer das nicht kennt, der denkt, na, das ist doch hier der exklusive Bereich für Suitengäste oder für manche Suitengäste, also für, also es ist der exklusive, der, es ist der Luxusbereich bei MSC, ja, der Yachtclub. Ja, das hat damit nichts zu tun. Ja, man hat sich da halt einfach überlegt, so, okay, wir wollen ein neues Restaurantkonzept machen, denn man hatte so ein bisschen mit dem Weite Welt Restaurant, oder ne, ich sag mal so, das Marktrestaurant ist ja so unglaublich populär und wie das immer so ist, mit Dingen, die unglaublich populär sind, sie scheitern dann in ihrem eigenen Erfolg. Ja? Im Moment ist hier Crew, so keine Gäste, also keine Zahlengäste. Das sind natürlich auch Gäste des Restaurants hier, völlig klar, aber keine Zahlengäste. Also man hatte Probleme, das Marktrestaurant so erfolgreich, so erfolgreich. So, das Weite Weltrestaurant war in dem Sinne jetzt kein Gegenspieler, der sozusagen genauso viele Leute ziehen konnte, sondern das war dann eher immer so, ja, dass viele dann gesagt haben, auch nicht so mein Ding. Jetzt versucht man also mit dem Yachtclub neues Konzept. Ja, letztlich natürlich ähnliches Essen, also Pommes gibt es überall. So, Königsberger, nee, was ist das? Knödel oder was? Ja. Ja, jetzt versucht man also mit dem Konzept so ein bisschen, ja, was auch Erfolgreiches zu schaffen. Ja, also mein Schuh aufgegangen. Also, das steht hier alles heute unter keinem guten Stern. Es ist so ein bisschen, ich finde es ganz hübsch, wie man das hier von der Gestaltung gemacht hat. Ach, so, guck
gucken wir nochmal, also ja, erstmal hier mit diesen Stühlen und so. Das ist halt auch, ne, gedeckter, nicht mehr quietschbunt, wobei hier ist so bling bling. Das hat man so wahrscheinlich, hat man das irgendwie den Kollegen von MSC abgekauft. Die hatten noch so diese Deckenpaneele übrig. Na, natürlich nicht. Aber ja, das ist so ein bisschen so viel Spiegel, bling bling. Nicht so in dem Maße sicherlich wie bei MSC, aber das taucht hier jetzt auch plötzlich auf in einem Maße, wie ich das vorher von AIDA so nicht kannte. Das will ich auch nochmal zeigen hier, da diese, schon wieder, wo ich also sagte, es gibt hier viele LED-Flächen, es ist jetzt LED oder LCD, weiß ich nicht, so, ja, die man dann hier nutzt, deswegen Yachtclub, das ist also ein Yachthafen. So, das ist hier noch nicht die AIDA-eigene Privatinsel, die gibt es noch nicht, aber wer weiß, ob das irgendwann mal passieren wird. Wenn irgendwann von Sylt mal nur noch ein kleines Stück übrig bleibt, kauft AIDA den Rest. Na, das sind natürlich, also, das sind natürlich Sachen, da macht man keine Witze, das ist auch klar. Ne? Das ist ja ein bisschen tragisch da mit Sylt, natürlich, dass die Insel im Laufe der Zeit immer kleiner wird, aber das ist ein Thema für sich. Was auch für den Erfolg sorgen wird oder soll, hier nochmal eine zweite, kann man es überhaupt sehen? Ne, ich spring nochmal ran hier. Ein zweiter Buffet-Linienbereich und ich springe wieder zurück. Was auch für den Erfolg sorgen soll dieses Restaurants, ist der Außenbereich. Ja, hallo? So, der Außenbereich, also nicht hier die Laneiba, die meine ich nicht, aber man hat eben auch eine Möglichkeit, ja, dann hier schön draußen zu sitzen, muss man sagen. Draußen zu essen. Das wollte ich sagen. So. Da drüben NCL. Habt ihr gewusst, dass schon mal AIDA-Schiffe zu NCL gehörten? Tatsächlich. Und AIDA hat die dann da angemietet. So war es, glaube ich. Das war zu Zeiten, wo AIDA nicht so erfolgreich war. Früher, langes her. Da gab es tatsächlich mal eine Beziehung mit NCL tatsächlich. Weiß heute kaum noch einer. Ja, hier kann man dann draußen sitzen, so an der Seite. Und ja, da oben habe ich dann eben eine Treppe, wo ich dann runterkommen kann, eben das Lanai-Deck. So, ja, das ist also das Yachtclub-Restaurant gewesen. Siehst du, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich euch das hier alles offen zeigen kann. Also nicht alles, aber das meiste wird gleich noch geschlossen sein. Aber hier ist sogar, geht also gut los mit dem ersten Restaurant. So, also dann, ach so, ja, hier ist es eben so, Tischgetränke und so weiter ist im Preis eben enthalten. Ja. Dementsprechend ist es dann so, dass da natürlich dann einige ein bisschen länger sitzen, als man das vielleicht gerne hätte, weil sie eben diese kostenlosen Getränke da oder die inkludierten Getränke trinken. Aber es soll, eine Information noch, ich bin nicht sicher, ob das hier immer mittags geöffnet ist oder manchmal nur mittags. Das sind so Sachen, da muss man halt eine normale Reise mitfahren. Ich habe ja nicht einmal gegessen, weil es sonst gar nicht auf war. Es soll, eine Information vielleicht für den einen oder anderen von euch, die Kaffeestunde oder Tea Time, wie man sonst sagt, das war auf Prima Perla ja nur noch so in einigen Bereichen, gab es dann so ein bisschen Kuchen. Das soll wieder in die Restaurants zurückgehen jetzt tatsächlich. Das ist ja was sich viele gewünscht haben, so ob das nun in das Yachtclub-Restaurant geht. Wobei ich vermute es, weil ich da den Außenbereich habe. Ja, das müsste man sich dann aber auf einer normalen Reise nochmal anschauen. Ich nehme an, auch der ein oder andere von euch hat schon gebucht. Klar, bei so einem riesigen Schiff kommt ja einiges an Menschen zusammen. So, ein weiteres neues Bedienungsrestaurant mit Essen ohne Aufpreis und Getränken gegen Aufpreis. Das ist das Oceans. So, das ist im Marketing, hieß es da vorher so, es wird marktfrischer Fisch serviert. So, dann habe ich da irgendwo geschrieben, bei Facebook oder so, ja, das ist ja, Quatsch, marktfrischer Fisch. Also es ist ja eigentlich gemeinhin im Massenmarkt, in den inklusiven Restaurants in der Regel immer Tiefkühlfisch, natürlich. So, also deswegen, das ist dann so ein Marketing-Sprüche, da hat dann einer dann geschrieben, so, du machst das schlecht. So, ja, na, so ist ja nicht gemeint. Das ist ja nicht, heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Also zum Beispiel auch, wusstet ihr, dass Sushi-Fisch zum Beispiel, da denkt man ja auch, der ist besonders frisch, na, der muss mal eingefroren gewesen sein, damit etwaige Würmer zerstört werden, so. Ja, hier Platz für, ich glaube, 240 Menschen. Hier haben wir also auch schon gegessen. So, das sind jetzt aber, glaube ich, hier, nee, das sind keine LED-Screens, das sind einfach nur hier so beleuchtete Bilder. Wollen wir noch mal kurz in die Speisekarte gucken. Also, ihr seht schon, ne, ich will mit den 2 Stunden, ich will es heute mal wissen, also, ob das klappt. So, erst die Getränke, dann das Essen.
Spaghetti Arrabbiata, na gut, das ist jetzt nicht unbedingt Fisch, Lachsfilet auf Rahmspinat, Hamburger Panfisch, Tagliatelle mit Krabbenfleisch, gegrillte Garnelen, die hatte ich, leckeres Gericht hier mit Balsamico Senf Currylinsen im Kokossud. Das ist wirklich gut gewesen. Ach so, aber es gibt ja auch hier für die Fischverweigerer, die sagen, nee, kein Fisch, gebackenen Schweinebauch. Und Nachtisch, rote Grütze zum Beispiel oder Mousse au Chocolat mit Grappa-Rosinen. Das klingt ja auch lecker. Also, ja, das zeigt aber auch so ein bisschen. Mousse au Chocolat mit Grappa-Rosinen. Es ist, hat sich viel, sage ich mal, so ein bisschen pfiffigeren entwickelt. Ja. Best Burger at Sea. So, ursprünglich mal angekündigt, da hatte man gesagt, so, oh, man bestellt hier so an so Tablet-PCs, die dann da rauskommen. Und dann hatte ich aber schon Renderings gesehen, also so Animationen oder eben, ja, Renderings sind ja so gerechnete Bilder, eben keine Fotos. Und dann waren plötzlich diese Tablets verschwunden, dachte ich schon, na, was machen sie denn da? Und ja, tatsächlich, sie kommen nicht hier, also ich kann hier keine Burger am Tablet bestellen, sondern tue das beim Kellner, dann wird der gebracht. So. Den Burger, den ich hier hatte, der war lecker, den hatte ich nämlich heute Mittag. Die Pommes waren noch, was die Knusprigkeit angeht, noch ein bisschen verbesserungswürdig. Aber das bin ich ja gewohnt mittlerweile. Ja, wer sich an die Mein Schiff Döner-Pommes da erinnert, ja, hat auch lange gedauert. Jetzt kriege ich mal Nachrichten so, oh, sie sind knusprig. Das finde ich mal gut, dass dann also steht, der Tropfen hüllt den Stein. Manchmal bringt es auch was, wenn ich was sage. Wobei, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber... Vielleicht sind sie selber drauf gekommen, dass es nicht geschmeckt hat. So, hier, French Kiss, die Brasserie. Ein Konzept, was es auch gibt seit der AIDA Prima Perla. Auch inkludiertes Bedienrestaurant mit, ihr kennt das Spiel, Getränken gegen Aufpreis. Ja, das ist halt so die Geschichte, ja, dass man nicht mehr so wie früher sagen kann, so, ja, aber AIDA ist nur was, wenn man sich nicht, wenn man ans Buffet oder so nur will. Das ist halt mittlerweile nicht mehr so, ja. Also hier kann man dann irgendwie gebratenes Doradenfilet, rosa gebratenes Rinderfilet, Entenbrust, Lammkeule und bekommen. Ah, hallo? Ah, nein, ihr Prominente. Ist das ein Schiffstester? Testet der unser Schiff? Hast du eine Kamera? Ja, da, guck mal hier. Ja, Boris geil. Brandt, Director, ja. Entertainment. Bist du denn auch objektiv? Warte mal, wo habe ich denn meine AC-Karte? Damit kann man ja. Bekannt natürlich, danke, danke. Bekannt natürlich aus dem, wie heißt es, AIDA Primetime TV oder was? Was immer sonntags auf YouTube und auf Facebook kommt. So, hier bekomme ich nicht nur warmes Essen. Hier bekomme ich auch Frühstück zum Beispiel. Und hier bekomme ich auch tagsüber so Snacks. So belegte Baguettes oder so. Oder aber sehr leckere Tarts. Wirklich leckere Tarts. Ja, auch diese Tarts. Das ist schon was, also da hat es sich wirklich verändert im Vergleich zu früher. Früher hatte man immer das Gefühl, so wenn ich mal so belegtes Brötchen oder so, sowas gab es eigentlich so nicht. Also es gab im California Grill früher, da gab es dann vielleicht mit Glück irgendwie mal so ein Bagel, der da rumlag. Aber das war alles nur so mittelansprechend, sagen wir es mal so. Und was das so angeht, Snacks und so zwischendurch Geschichten, da hat sich hier wirklich einiges getan. Ja, ja, zum Positiven. So, Kochstudio. Das ist hier nicht mehr. Das war eine große Überraschung, weil man macht selten Pressemitteilungen, wo man sagt, auf der AIDA Nova keine Kochschule mit Tim Melzer. Achso, jetzt wollte ich mir hier gerade so als kleine Erfrischung hier irgendwie Desinfektionsmittel holen, aber ist noch nicht aufgefüllt. Also man macht selten Pressemitteilungen, wo man dann sagt, Kochschule hier nicht mit Tim Melzer, das Kochstudio. Also das ist auf Prima Perla nur hier aber nicht. Design im Prinzip ähnlich. Ja, wenn wir mal reingucken. Ja, guck mal hier, diese, die gab es wahrscheinlich vom Hersteller sehr, sehr günstig, weil man da auf riesigen Posten wahrscheinlich hängen blieb. Ja, weil die keiner für zu Hause haben will, aber, oder? Ich meine, ich wäre da nicht mutig genug hier für zu Hause. Ja, Kochstudio heißt ja, man schnippelt ein bisschen selber mit, möglicherweise. Ja, wobei es natürlich jetzt hier nur, wie viele Herde sind es? 1, 2, 3, ja. Also, ist es nicht so, dass jeder hier sein eigenes Gericht kocht. Sondern ja, es ist, denke ich, so ein bisschen, ich habe es noch nie gemacht tatsächlich, das Gesamterlebnis aber, denke ich, was da im Vordergrund steht. Ne? Oder aber, wenn man das mit mehreren macht, so Teambuilding oder. So. Ja, guck mal, hier sind meine Weihnachtsgeschenke, wurden hier gelagert. Die wird man mir wahrscheinlich morgen mitgeben. Aber ne, was, ach, da ist ja gar nichts drin hier, das ist ja alles leer. Ne? Hätte gedacht, dass da irgendwas drin ist jetzt. Aber gut, so, wir gehen jetzt wieder Richtung Theatrium. So, wie gut, ich sehe jetzt hier nur 12 Minuten, ja, aber das ist seit meinem letzten, seit der Speicherkartenwechsel. Ich
keine Ahnung, wie lang wir sind. Aber ihr seht ja, ne? Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier unnötiges Zeug reden würde. Also nicht mehr als sonst zumindest. Ah! Ich habe das Letzte gefunden, was mir noch fehlt. Den Mystery Room. Hier. Ich glaube 17 bis 21 Euro pro Person. Das ist ein Escape Room. Ich glaube, da kann man nicht reingehen. Also das ist so ein Spiel. Ach doch, kann man doch mal. Darf man das zeigen? Nicht, dass sie dann sagen, hier, du hast hier alles verdorben, indem du den Raum gezeigt hast. Aber nee, man ist hier dann in diesem Raum eingesperrt. Also nicht wirklich eingesperrt, weil es ist ja ein Schiff, das wäre gar nicht möglich, euch da einzusperren. Aber man tut so, als wärt ihr eingesperrt. Und dann müsst ihr da rauskommen. Spiel gegen die Zeit. Nee, so heißt es bei TUI Cruises. Also ja, also man hat eine bestimmte Zeit, ich glaube eine Dreiviertelstunde, und da muss man rauskommen. Habe ich in Hamburg mehrfach schon gemacht. Ich finde es ganz witzig. Kann man natürlich dann nur einmal machen, weil man dann das Rätsel irgendwann kennt, ja, also wie man rauskommt. Das ist halt das Ziel, ne? Dass man irgendwie finden muss, die Lösung, wie man rauskommt. So, hier oben wieder der Blick auf das, ja, Theatrium 2.0, so würde ich es mal nennen. Ja, also weil sich da wirklich, wirklich was getan hat. Ja, auch hier wieder, ne? Ja, hier ist schon alles so ein bisschen gedeckt. Ja, was heißt gedeckt? Ich meine, das ist orange, also hoffe ich, dass es orange ist, aber wie gesagt, altes Spiel. Ja, aber es ist, weiß ich, sehr stylisch. Ja, guck mal, das sind ja hier so diese kleine Inselchen oder so. Früher gab es ja so Dinger, da war so Fernseher drin oder so auf den alten AIDAs, aber das hat man jetzt hier nicht mehr. Ne? Ich meine, was soll man auch, wenn man da jetzt, also da kann man jetzt nicht rausgucken, weil da das Bunkerschiff liegt. Aber ja, was soll man auch, was soll man auch irgendwie fernsehen da? Das ist ja völliger Quatsch. So. Ja, achso, hier eine weitere Bar. Hatte ich die schon gezeigt? Nee. Und da ist es dann so, ah ja, hier ist nämlich kein Starbucks, sondern hier ist die Loge 7 Bar. Hier gibt es den normalen Kaffee, der immer auch im kleinen Getränkepaket enthalten ist. Das bedeutet, wenn hier dann also Torte serviert wird, die es eigentlich nur mit Kaffee gibt, wenn ihr dann das kleine Getränkepaket habt, dann bekommt ihr die Torte hier inklusive. Also das ist natürlich ein kleiner Tipp. Wobei man natürlich mal sagen muss, bei diesen Getränkepaketen, ja, wer sagt denn, dass die jetzt so die nächsten 10 Jahre, während dieses Video geschaut wird, immer noch so gleich bleiben. Ne? Also das kann man natürlich immer nicht so sagen. Gerade bei Getränkepaketen ist es halt so, ja, dass es da immer mal Änderungen gibt oder so. Deswegen wundern sich dann auch manche so, ich verreise in 1,5 Jahren, möchte gerne schon mein Getränkepaket buchen und es geht noch nicht. Ja, das ist halt so, ne? Weil natürlich so eine Reederei sich immer noch die Option offen halten möchte, die Pakete noch zu ändern oder so. So, hier, das ist der Sitzbereich hier von der niegelnagelneuen Street Food Meile. Beziehungsweise hier können wir auch mal kurz reingucken. Hier ist ein großer Shop mit Merchandising von AIDA. Guck mal, sei es hier nun ein Modellschiff oder. Ja, also da kann man hier einiges kaufen. Ja, das ist neu. Bis in die Nacht gibt es hier unterschiedliche Dinge. Und zwar einmal Döner. Also ihr braucht ein bisschen Fantasie. Jetzt für den Döner, den gibt es hier. Pute, Kalb, ja, was auch immer. Ach, guck mal. Und hier scheint es wirklich nur, weil Getränke gibt es hier gegen Aufpreis. Und es ist ja so, bei dem kleinen Getränkepaket sind nur offene Getränke enthalten. Sind das hier offene Getränke? Nein, das sind Flaschengetränke. Die sind also zu bezahlen. Das heißt, ich nehme nicht an, dass die hier die Möglichkeit haben, offene Getränke auszuschenken. Also das heißt, also selbst mit Getränkepaket müsst ihr hier bezahlen. Also das spricht also für meine These, dass ich also sage, beschäftigt euch nicht mit Getränkepaketen, ja, sondern im Zweifel, komm, zahlt ja mal so. Ja. Also das ist, ja, naja, egal, das ist ein Thema für sich. Jetzt werden viele Leute ganz empört aufschreien und sagen, nein, ich will mein Getränkepaket. Wie heißt es hier doch gleich? Brot und Stulle. Ja, hier gibt es dann den ganzen Tag, also jetzt außer jetzt am Ende der Bauphase sozusagen, belegte Brötchen und, sowas in der Art. Oder belegte Brote, eben auch nachts noch. Ach, was war hier jetzt drin? Weiß ich nicht. Das, ja, keine Ahnung. Ja, also auch so Frühstücksprodukte oder so, das gibt es da auch. Ach so, ja, wer so Fischbrötchen mag, das hatte ich vorhin noch vergessen zu erwähnen, gibt es da tagsüber beim Oceans. Ja, kann ich mir auch holen. Ja, hier, ne? Auch so relativ, ja, für AIDA-Verhältnisse sehr mal anders. Also ich hätte gar nicht, wenn ich das jetzt so gesehen hätte, so jemand hätte mir das Foto gezeigt, bei welcher Reederei ist das, wäre ich jetzt gar nicht mit der AIDA gekommen. Also da geht man ein bisschen auch neue Wege, was die Gestaltung angeht. Ja, hier kann man dann eben auch sitzen, ja, und dann sein nicht offenes Getränk, sondern nur sein geschlossenes Getränk, also aus der Flasche eben
ausprobieren. Ja, Casino. So, hier sind ein Team von internationalen Münzschieber-Experten ist wahrscheinlich eingeflogen worden und hat hier diesen Münzschieber hier befüllt mit Münzen. Ja, das ist hier alles. Wobei, das sind so AIDA-Spezialmünzen. Also das sind jetzt keine... Ja gut, ich meine, wir haben halt auch nicht so dieses 25-Cent-Stück, wie es jetzt vorhanden ist bei den Amerikanern. Ja, dementsprechend geht das hier so mit so eigenen... Aber so viele Münzschieber, mein Gott. Ja, die haben wahrscheinlich gedacht, da redet der immer in diesen Videos von so vielen Münzschiebern. Jetzt wollen sie diesen Hype bestmöglich abschöpfen. Und deswegen haben sie jetzt hier gleich, wie viel sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 10 Dinger. Also, oder 10 einzelne Schieber. Ja, ansonsten habe ich halt hier die Möglichkeit, Automatik-Roulette zu machen. Also es ist hier nicht mehr so, dass ich jetzt hier ein Croupier oder so habe, sondern ja, das geschieht dann hier alles so. Ja, und da ist dann der Roulette-Kessel. So, wir gehen mal wieder weiter. Irgendwelche Leute wurden, glaube ich, schon nervös, aber so, was will er hier? Ah, die Rockbox Bar. Rock around the clock tonight oder so. Also, neues Konzept, weil man eben gesagt hat, so früher, Mensch, AIDA, früher hieß AIDA Poolparty, da wurde Andrea Berg gespielt. So, 20% der Gäste fanden super, haben richtig abgefeiert, 80% sind gar nicht gekommen, weil sie Andrea Berg doof finden. Ja, also, das ist so ein bisschen der Gedanke, dass man hier halt wirklich unterschiedliche Bereiche hat, die ganz andere, ja, die andere Geschmacksrichtungen auch noch stärker bedienen. Dass also Leute, die nun sagen, dass sie es gerne ein bisschen härter mögen musikalisch, und ich nehme an, dass man das nicht aus dem Bauch entschieden hat, was da nun die Musikrichtungen sein sollen. Also man kann irgendwie nun sagen, dann geht man abends ins Brauhaus mit Dschungelmusik. Wobei Dschungelmusik kann auch Helene Fischer sein oder Roland Kaiser, aber so. Ja, und hier geht es dann härter zu, jetzt nicht irgendwie von der Jukebox, wobei, kann ich hier was auswählen? Da muss ich da Geld reinschmeißen? Keine Ahnung. Also theoretisch sind da auch CDs noch drin. Also an die Jüngeren unter euch, das sind hier CDs, da ist Musik drauf gespeichert. Kennt man ja gar nicht mehr, wenn man jung ist. Sozusagen. Hier mehrköpfige Band tatsächlich und die haben ja ordentlich hier Krach gemacht. Also nein, das ist despektierlich. Krach gemacht ist natürlich Quatsch. Also die haben hier ordentlich gerockt den Laden, sagen wir es mal so. Ja, das ist für Leute, die diese Musik mögen, sicherlich super. Für mich war es so, auch ich habe es mir angeguckt, habe mich gefreut, dass hier gute Stimmung war. Aber ja, hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich mich selber an der Musik erfreuen konnte, sondern ja, das ist es dann für mich halt nicht unbedingt. So, wenn man im Urlaub ist, ja, natürlich will man irgendwie möglicherweise, wenn man ausschlafen kann, dann auch viel später abends noch mal was trinken gehen oder so. Und da gibt es eine Disco. Das war früher die Anytime Bar, dann war das die D6 und jetzt ein neues Konzept. The Cube. Ja, dass man so einen Tunnel geht oder so, um da hinzukommen. Nicht so ganz überraschend oder nicht so ganz neu. Ja, aber was uns da drin erwartet, ist dann doch einiges neu. Ach, guck mal hier. Geschickt wird einem hier erstmal der Drink des Tages angeboten mit Williamsbirnenbrand. Williamsbirnenbrand finde ich ja mal ganz lecker. Wobei, ich möchte nicht hier für den Konsum von Alkohol werben. Aber so, jetzt ist man hier drin. Das ist hier kleiner, denke ich. Etwas kleiner als D6 auf AIDA Prima Perla. Ja, stylisch auf jeden Fall. The Cube heißt ja Würfel. Dementsprechend findet man Würfel, in welcher Form auch immer hier vielerorts. Ja, wobei das sind zwar alles eckig hier, aber keine Würfel. Ja, so, das schon... Ach ja, und das ist natürlich überhaupt hier, also das ist natürlich die wesentliche Geschichte, die ich jetzt gar nicht hier erwähnt habe. Es ist natürlich so, dass man hier sitzen kann. Ja, man kann hier sitzen. Das ist, denke ich, ich weiß nicht, die erste AIDA-Disco kann man nicht sagen. Ich glaube, früher so bei auf der Aura oder so, hatte man auch so Sitzbereiche ursprünglich mal. Aber später hat man es eigentlich nicht gemacht. Da hat man immer nur so Stehmöglichkeiten. Aber hier kannst du wirklich richtig sitzen, ja. Ob man das so in dem Maße macht... Ja, also man wird sich irgendwas bei gedacht haben. So, hier klettern dann später noch irgendwelche Reptilien rum. Nein, natürlich nicht. Also das ist einfach nur so eine Deko-Geschichte. Ja. Ja, irgendwas wird man sich bedacht haben. Das ist auch was, wo ich sagen muss, okay, würde ich gerne dann vielleicht nochmal sehen in der Praxis. Oh. Ja, man soll ja keine Schwäche zeigen, aber bei so einem Rundgang. Aber mittlerweile so langsam, denke ich so, könnte langsam auch vorbei sein.
Es ist halt so, wie gesagt, so ein bisschen mit meiner Erkältung oder leichten Bronchitis oder so. Ist dann so eine Sache. Hier nochmal der AIDA-Shop, den wir da vorhin gesehen haben, von der anderen Seite. Ja. So, Shops an Hafentagen geschlossen. Ja. Also wer da eine Sonnenbrille kaufen will, geht besser in den Hafen oder geht besser an Land, eben so wollte ich sagen. Ja, so, einmal wieder runter. Aber, das ist die gute Nachricht, wir nähern uns den letzten anderthalb Decks. Ja. Deck 6 haben wir einmal hier. So, hier geht es vorne wieder, schon wieder Bordshop. Ich habe gar nicht gezählt, wie viele Shops es sind. Aber auch der ist riesig. Riesiger Shop hier. Ja. Und, genau. Jetzt müssen wir gucken, bevor ich hier was vergesse. Nein. Wir gehen jetzt da noch einmal durch die Tür. Da kommen wir nämlich gleich Richtung Studio X. Fernsehstudio, werdet ihr gleich sehen. Ja, guck mal, wieder Shop. Man hat das aber jedenfalls hier sicherlich etwas geschickter gemacht als auf der Prima Perla, wo es ja dann diese AIDA Plaza gibt, dem Shop. Das ist, glaube ich, nicht so ganz optimal, weil man da nicht so lang läuft. Aber hier hat man eben das Fernsehstudio Studio X, was abends dann die Leute ausspuckt und alle müssen hier langlaufen. Also dann ist hier auch was los. Ja, Kunstgalerie gibt es einmal hier, beziehungsweise auf der Seite kann ich mir dann später die Fotos angucken, hier auf Tablets des Bordfotografen. So. Man sagt ja immer, man darf aus urheberrechtlichen Gründen darf man eigentlich nichts abfilmen. Aber das sieht toll aus hier, ne? Von Felix Büttner, denke ich mal hier. Das Taufplakat von AIDA Nova. Ah, das ist schon schön. Ansonsten denke ich, wird es auf der Kunstauktion oder so geben. Völlig klar, ist ja auf Kreuzfahrtschiffen eine beliebte Geschichte. Es gibt Bilder von Udo Lindenberg, James Rizzi und. Da gehen wir gleich weiter. Aber erstmal ein kurzer Blick hier in das Studio X. So, jetzt hieß es vorher das erste Fernsehstudio an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Da dachte ich erstmal, es gibt doch auch andere rein. Die haben das. Oh, ist hier gerade Probe oder was? Nee. Dann kam ich hier rein und dachte so, so war das gemeint. So ein Studio, das sieht halt ja nach einem richtigen Studio aus. Sowas habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen auf einem auf einem Kreuzfahrtschiff. Das ist wirklich ein richtiges Studio. Ja? So, hier ist es dann so. Hier finden abends die AIDA Primetime. Das findet nicht mehr statt im Theatrium, das findet dann hier statt. Hier finden eben diese Dinge statt wie Wer wird Millionär oder künftig 1, 2 oder 3 oder. Ja. Also hier hast du relativ viele Möglichkeiten. Also ja, es ist erstmal so beeindruckend, muss man sagen. Kleiner Hinweis so für Insider. Die Costa Smeralda wird ja ein Schiff, was zumindest von der Außenhaut ähnlich ist. Und an der Stelle hier unter anderem und noch ein bisschen mehr Platz dazu hat dann die Costa Smeralda dann ein Theater. Ja. Also hier hat man auf einem Teil des Platzes dann eben dieses Fernsehstudio. Interessante Geschichte. Man wird das auch, oder das ist zumindest eine Idee, auch dafür nutzen wollen, dass Fernsehsender hier Pilotsendungen zum Beispiel produzieren. So mit Publikum, um eben Sachen so auszuprobieren. So. Wenn man nun Fernsehen guckt, ist es ja schön, irgendwie was zum Essen zu haben, nämlich Popcorn für 2 Euro. Ist ja, im Kino kostet es gleich 8 oder so, aber hier Schnäppchen 2 Euro. Nachos gibt es auch für 3,90 Euro. Ja, und das hier ist die Art Bar. Heißt es Art Bar, glaube ich, genau. Hier ist das so ein bisschen so, ja, auch eine entspannte, gedeckte Atmosphäre. Jetzt habe ich hier gerade noch was gesehen. Das will ich euch auch zeigen. Das ist so ein Ort, wo man auch mal lesen soll, wo man vielleicht mit dem Tablet surfen soll. Und hier sind dann sogar für das Tablet USB-Buchsen hier. Das kann ich gerade nicht sehen hier. Irgendwelche Buchsen. Oder ist das Netzwerkbuchse? Steckdosen auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen der Gedanke. Ja, wenn man sieht, also das machen auch welche, dass die da surfen. Hier hat man so interessante Tische, wo ich mir anzeigen lassen kann, wo sind andere AIDAs gerade. Ja, also da kann ich hier so mit 2 Fingern irgendwie auf der Weltkugel navigieren. Das ist, fühlt sich sehr cool an. Also das ist auf jeden Fall was, was ich mal ausprobieren würde dann. Und dann, ja, wo ist die nächste AIDA jetzt hier? Achso, ne, hier ist, was heißt das hier? Na? Oder das sind wahrscheinlich Häfen, die angefahren werden. Ich habe keine Ahnung. Also guckt euch das Ganze mal an. So, da würde es jetzt gehen Richtung Shop. Aber wir müssen ja einfach mal wieder zurück. So. Jetzt gucken wir hier, Art Bar, einmal den ganzen Weg wieder zurück.
So, das ist jetzt tatsächlich mal, ja, wenn man so will, tagsüber eine Sappgasse, weil ich da nicht durch den Shop komme. Aber, ach so, warte mal, hier kann ich auch irgendwelche Sachen machen. Auf dem Ding, das ist auch ein Touchscreen hier. Irgendwas kann ich hier anklicken. Das kann man wahrscheinlich auch, sind also alles Touchscreens. Ach, guck mal, das ist der Mann hier, der den Kussmund erfunden hat, Felix Büttner. Aber das nur am Rande. So, war ich auch mal an Bord, als er an Bord war. Es wird dieser Rundgang, also, wie gesagt, ja gut, ich will nicht jammern jetzt. Augen zu und durch. Nee, ich bin jetzt wirklich langsam platt. Aber gut, kommt ans Guinness Buch der Rekorde als der längste Mauerrundgang aller Zeiten. So, ja. So, hallo. So, jetzt gucken wir mal hier. Achso, hier kann man Fotoshootings machen, hier hinter. Das findet da immer statt. So, ja, und jetzt, ja, Juwelier, Accessoires. Also, sagen wir mal so, ne? Wenn ich nun Geld ausgeben möchte, kann ich das hier reichlich tun. Das ist natürlich immer für so eine, also so ein bisschen, ach mal, Kiosk, den hatte ich noch nicht gesehen. Das ist hier, ja, immer so eine Geschichte, wo ich dann Chips oder Toffifee oder so kaufen kann. So, oder Sonnenmilch, oder. Ja, ah, da hatte, war gerade ein Mitarbeiter mit seinem Smartphone. Smartphones haben jetzt alle Mitarbeiter. Die haben jetzt nicht mehr so altmodische Telefone, sondern alle Smartphones. Ja, hier kann ich Kinokarten kaufen. Nein, das ist die Rezeption. Sieht so ein bisschen wie so ein Kartencounter aus, so am Kino. Aber ja, hier kann ich dann mit allen Anliegen kommen, die ich denn habe. So, hier jetzt wieder besagter Shop, ja. So, jetzt gehen wir wieder nur irgendwo lang, wo wir noch nicht waren. Also, keine Sorge. Ah ja, hier scheint irgendwie, ach so, Ausflugscount. Ach, das ist, hier ist die Ausflugsabteilung. Das hatte ich so auch noch nicht gesehen, siehst du? Vierter Tag da und erst jetzt sehe ich alles. Das ist also hier, kann ich mich informieren. Ja, Ausflüge sind natürlich immer so die rundum sorglos Geschichte, wenn ich nun sage, ich will mich eigentlich vorher nicht informieren, was ja auch viel Zeit kosten kann, muss man wirklich sagen, ich weiß, wovon ich rede, weil ich mich ja häufig doch viel selber planen muss, viel Arbeit. Und hier habe ich halt, ja klar, es hat dann seinen Preis, aber ich habe halt so das rundum sorglos Geschichte, wobei man da echt gucken muss, ob das nicht irgendwas ist, also so Busausflüge, Panoramafahrt ist für mich immer so der Albtraum. Ja, das geht gar nicht. Also mein Favorit sind immer Radausflüge. Wir sind ganz unten im Theatrium. Ja, hier gibt es dann eine neue Show mit Musik der Gruppe Yellow. The Race ist, glaube ich, ein Titel, oder? Yellow. Ja, guck mal, hier könnte ich jetzt theoretisch auch hochgehen, aber das ist natürlich so nicht vorgesehen. Ja, hier unten, achso, ich muss nicht rangehen, ist wieder eine Bar. Also ihr seht, dass hier unten am Theatrium ist immer gleich aufgebaut. Da in der Nähe, da in der Mitte habe ich wieder die Vitrinen, wo es dann also morgens so Croissants oder was auch immer gibt, aber dann eben am Nachmittag besagten Kuchen. Also ja, ich hoffe, das wird auch einige Zeit so gemacht. Also nicht, dass ihr irgendwie nach 3 Wochen feststellen, ach nee, mit den Torten macht eh keiner und dann gibt es das alles gar nicht mehr. Und wenn ihr das guckt und euch jetzt auf die Torten freut, ist ein bisschen doof, ne? Aber ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Das ist natürlich, so ein Schiff ist immer dynamisch, sage ich mal. Man passt natürlich dann Sachen an, überlegt sich, was funktioniert vielleicht nicht mehr. Das hier ist nicht, ich hätte gedacht so, ach, die Spraybar früher dann auf Prima Perla. Nee, das ist hier eine neue Bar, das ist die Rossini Bar. Ja, Rossini, ja, das altbekannte Gourmet-Restaurant-Konzept. Und ja, jetzt ist da vorgeschaltet eine Bar. Und das sieht schon so aus, als könnte man hier gut dann ein Glas Champagner trinken. Ja, so, Rossini, gucken wir auch nochmal rein. Bin ich viele Jahre nicht gewesen, aber als ich früher da war, war immer sehr gut. Ja, das ist hier auch wieder richtig schön gelegen. Das war auf der Prima Perla, liegt das so doof. Aber hier ist es wirklich so, ja, dass man hier schöne Fensterplätze hat. Ja, also richtig nett. Ja, das Ganze gegen Aufpreis, Essen und Getränke zu bezahlen. Aber in der Regel so, dass man ja auch hier dann Essen hat gegen Aufpreis, wo man sagt so, okay, das kriege ich sonst nur auf Luxusschiffen. Ne? Also, und hier kann ich es halt haben gegen Aufpreis, aber ich muss es jetzt eben auch nicht. Ja, also, ja gut, das ist halt, ne? gegen Aufpreis habe ich halt die Option, ja eben auch noch was deutlich Besseres zu bekommen, als man eigentlich dann für den Preis erwarten würde. Ja, so, also langsam nähern wir uns, hoffe ich, dem Ende. Nein, es ist halt, ne? Ich weiß nicht, also
wenn man nicht ganz so fit ist, dann ist es halt echt schwierig, wenn man dann so hier so, ja, man will ja auch irgendwie euch mitreißen. Ne? Also, so, bitte. Die Tokyo Bar ist hier. Und ja, wenn man versucht, Leute mitzureißen, obwohl man nicht ganz fit ist, dann ist es eigentlich doppelt anstrengend. So. Aber ich erwarte kein Mitleid. Aber ich bin froh, wenn Weihnachten ist und ich in Hamburg und zu Hause bin. Und ja, war ein anstrengender Dezember. Gut, Tokyo Bar. Naja, doch gejammert. Ich wollte doch nicht jammern. Naja, egal. So, hier sitzt man und das ist Teil eines, ja, wie auch immer gearteten asiatischen Essenskomplexes. Denn, also bei mir persönlich kann man sagen, Asia-Küche ist eigentlich mein Favorit. In welcher Variante auch immer, welches Land auch immer, ob Thai, ob Chinesisch, Vietnamesisch. Hier habe ich jetzt so Tische für heißes Shabu Shabu, also so asiatisches Fondue. Ja, das kann ich da essen. Aber ich bekomme auch Sushi. Also die Probierhäppchen, die man uns gegeben hat, das Probier-Sushi war hervorragend. Hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Man hatte bisher bei Sushi auf AIDA immer nur relativ kleine Locations. So, jetzt hat man wirklich relativ viele Plätze, Sushi und so weiter. Also alles Essen, Trinken hier gegen Aufpreis. Shabu, Shabu, da also das Fondue natürlich auch. Das ist eben auch nichts, was jetzt so enthalten wäre. Ja, kommen wir zu einem der beliebtesten Aufpreis-Restaurant-Konzepte auf Kreuzfahrtschiffen. Und zwar ist das Teppanyaki. Ja, das Ganze ist... Ups. Ach, jetzt guck mal, jetzt ist abgeschlossen hier. Ich kann es erklären. Das Ganze sind hier so Tische für, ich glaube, jeweils 2, 4, 6, 8 oder 10 Leute oder was. So, dann hat man da so einen eigenen Koch, der dann da so ein bisschen Scherze macht. Haha. Und dann dafür einen das Essen zubereitet. Das erste Mal auf einem AIDA-Schiff, aber gibt es auch bei NCL, bei MSC und. Also NCL waren, glaube ich, lange die ersten. Da habe ich mich ja gefragt, das sind ja so spezielle Köche, die dann da mit den Eiern werfen und so weiter. Wo kommt man die denn her? Ah, habe ich mir erklären lassen. Ja, also die Schwester von AIDA ist ja Costa. Und da gibt es auf der Costa Diadema so einen Teppanyaki-Grill. Und man hat dann also 3 Leute hier, die das vorher bei Costa gemacht haben. Ne? Also da ist es doch gut, wenn man irgendwie ja, Teil eines großen Kreuzfahrtkonzerns ist, kann man dann nämlich das Personal durchtauschen. Das East Restaurant, das ist aber im Reisepreis enthalten, auch die Getränke. Asiatisches Buffet-Restaurant. Was es hier aber nicht mehr gibt, diese Wokstation gibt es hier nicht, wo man sich individuell was zusammenstellen kann. Das gibt es hier nicht. Was es hier gibt, sind Tandoori-Öfen, wo so Hähnchenspieße gemacht werden können. Das ist niegelnagelneu. Aber ich hoffe nicht, dass ich völlig was Falsches sage. Ich meine diese Wokstation hier nicht mehr. Ja. Hätte man uns, glaube ich, auch gesagt. So, ja. Also, ja, das ist sicherlich auch, ich denke, auch zum Frühstück und so geöffnet. Das East Restaurant, manchmal dann immer so ein Geheimtipp, wenn man irgendwie was sucht, wo man sagt, so, ach, das soll aber nicht ganz so voll am Abend sein. Oder, ja. So, hier geht es zum Time Machine, zur Zeitmaschine. Das Ganze ist eine Dinner-Show, ja, so, und ich will da eigentlich gar nicht groß irgendwie was vorwegnehmen oder so. Das Ganze ist eine Dinner-Show, deswegen will ich auch gar nicht zeigen, da wo es da irgendwie lang geht, weil das sind Überraschungen teilweise, die damit verbunden sind. Das Ganze kostet aktuell mit einem Dreigang-Menü 14,90 € pro Person, Essen inklusive Getränke. Wow, Wein, Bier, Softgetränke, alles enthalten. Wein, das ist so Karaffenwein, aber das andere Karaffenwein wurde mir erklärt, als in den Buffet-Restaurants. So, das ist etwas, wo ich sagen muss, eine nette Geschichte, auf jeden Fall mal ausprobieren, ja, vor allen Dingen für das Geld. Also. So, jetzt hier, Belladonna. Ja, das größte Belladonna-Buffet-Restaurant, Belladonna ja eher so, ich denke, ist ausschließlich italienisch, ne? Es ist riesig. Es ist wirklich riesig. Ja, also... Könnte man ungefähr einen Eindruck bekommen. So, ja, heute gibt es hier nichts zu essen, aber ab morgen dann Attacke, ja. Weihnachtsreise, über 1000 Kinder an Bord, habe ich schon gehört. Das ist natürlich richtig voll, so dann, ne? Ah ja, hier ist gerade Einweisung des Personals. Ja, Getränke hole ich mir natürlich.
selber, das ist ganz klar. Bessere Weine kann ich mir dann auch selber hier holen an so einer Weinstation. So, so einmal nach hinten gehen. Ja, was ich so ein bisschen überraschend finde, hier hat man eigentlich so diese schrägen Fenster, ne, die man sonst eigentlich kennt vom Marktrestaurant. So dass ich mich fragte, so ja, wollte man hier eigentlich das Marktrestaurant oder so machen? Nee, wollte man nicht. Also das war schon hier wohl so, ja, dass man einfach gesagt hat, nee, wir machen hier halt mal das Belladonna. So, obwohl das eigentlich normalerweise so diese typische Gestaltung ist vom Marktrestaurant. Wo ist jetzt noch das Marktrestaurant? Weil wir haben hier die öffentlichen Decks 8, 7, 6 haben wir hinter uns. Ja. Das Marktrestaurant hat man ja fast ein bisschen versteckt. Weil man halt nicht will, dass alle dahin rennen. Weil warum will man das nicht? Also jetzt nicht aus Böswilligkeit, sondern es bringt ja nichts, wenn irgendwie ein Restaurant da so heftig überfüllt ist oder so. Das ist ja irgendwie völlig, ja. Sondern man ist ja irgendwie immer interessiert daran, dass alle Restaurants gleichmäßig irgendwie genutzt werden. Und man hat einen Steuerungsmechanismus, was das Marktrestaurant angeht, wie man das eben hinkriegt, dass die Leute nicht jeden Tag dahin rennen. Es ist nämlich so, dass dort jeden Abend das gleiche Essen gibt. So, also ja, wer jetzt denkt, so, oh, er geht da jeden Tag hin. Jetzt hat man da auch wohl, wurde mir gesagt, 12, 13 Gerichte oder was. Also zumindest so Hauptspeisen, wenn ich es richtig verstanden habe. Natürlich kann ich da auch dann 7 Tage lang 12, 13 Gerichte, komme ich auch mit aus, ne, abends. Aber ist halt ein bisschen langweilig dann, ja. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich da überhaupt reinkomme. Jetzt ist hier die Tür zu, weil es ist das größte Marktrestaurant aller Zeiten. Das wäre ja was, wenn ich hier jetzt hier meinen fulminanten Abschluss... ist open, ja. It's okay, ja, okay. So, komme ich rein. Ah, also dieses Marktrestaurant ist, wir gucken einmal da hinten, geht es irgendwie los und dann hier einmal rum. Also, ja, es ist nicht nur riesig, es ist durchaus auch, ich finde, sehr, sehr, sehr schön, ja. Es ist halt jetzt so ein bisschen, wenn es so nackt ist, ohne Essen, nur mit der Deko, ist es natürlich jetzt so ein bisschen witzlos, aber ja, es ist der Hammer hier. Es ist riesig und es ist ja auch nicht irgendwie verschachtelt oder es ist alles ja gut zu erreichen und so, ja. Also das gefällt mir gut und wenn ihr euch hier das jetzt anguckt, dann werden viele von euch sagen, jawohl, das ist mein Zuhause, das ist das AIDA Marktrestaurant. Ja, also mit diesen Bäumen und so, man hat das ja eigentlich immer so, ja. Also das ist so das Charakteristische, ja. Diese ganzen Dinge, die viele von euch ja dann so schätzen, so diese vielen Teesorten, mittlerweile auch hier den Espresso gegen Aufpreis, ja. So, das ist ja alles weitgehend unverändert gewesen. So, ja, ich war selten so platt nach einem Rundgang. Oh, das war jetzt echt heftig. Tausende Schritte liegen hinter mir. Und, ach so, ja, hier können wir die Fenster nochmal zeigen. Ja, hier sind ein bisschen andere, also nicht so ganz bodentief. Aber man kann auch rausgucken. Ja, das ist es gewesen. Oh, ich muss mich echt setzen. Alter Mann hier. Oh. Ach, jetzt spinnt hier auch noch der Weißabgleich. Alles blau hier. Dabei habe ich nichts getrunken. Ja, das ist es gewesen. Wenn ihr mal Angebote checken wollt mit der Nova, schaut da mal rein. Und ja, ein ganz besonders riesiges Dankeschön an den Sponsor dieses Videos. Und zwar an Superpep. Das einzige Kaugummi gegen Reiseübelkeit und Seekrankheit. Ja, und zwar der Retter deiner Reise aus der Apotheke. Ups, so war das, genau. Wie gesagt, ich bin echt platt. Also in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Achso, oh ja, Daumen hoch nicht vergessen. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann, tschüss.